Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Dieses Zitat, das viel zitierte, kommt von Otto Julius Bierbaum. Er war Autor in der Zeitschrift Simplicissimus, in einer der ersten Satirezeitschriften hier in Deutschland, die damals ein jähes Ende im Dritten Reich nehmen musste. Um nicht komplett verboten zu werden, ließ sie sich gleichschalten. Was bedeutete, dass die Herausgeber und wichtige Autoren und Zeichner das Land verlassen mussten. Das ist ein historisches Beispiel dafür, wie eng Politik und Satire miteinander verzahnt sind. Ein weiteres gibt es auch in der etwas jüngeren Geschichte. 1987 hat es ein 14 Sekunden langer Sketch von Rudi Carrell geschafft, das sämtliche kulturellen Verbindungen zwischen dem Iran und Deutschland unterbrochen wurden. Für uns ist das ein Grund, heute mal wieder genauer hinzuschauen, wie es um das Verhältnis von Politik und Satire bestellt ist. In welcher Verfassung befindet sich Satire und wie stellt sie sich heute dar? Welchem Wandel unterliegt sie und wie reagiert die Politik darauf und andersherum? Ein randvolles Programm erwartet uns mit sehr vielen herausragenden Könnerinnen und Könnern ihrer Zunft mit unterschiedlichen Facetten und Perspektiven. Es wird um Sprache gehen und um Kunstfreiheit. Es wird um den medialen Bildungsauftrag und das Verhältnis von Journalismus und Satire gehen. Es wird um Gefahren und Bedrohungen gehen, die Satire auslösen oder auch erleiden kann. Und wenn Sie, liebe Gäste, das alles überstanden haben, dann haben Sie sich einen entsprechenden Ausklang bei unserer Kaminrunde verdient, die uns vielleicht ein paar geheime Blicke hinter die Kulissen geben werden. Mein Name ist Hanna-Lena Neuser. Ich bin hier im Haus Studienleitung für Jugend und Europa zuständig und außerdem stellvertretende Akademiedirektorin. Und ich möchte Sie heute alle herzlich hier begrüßen und mich gleich zu Beginn bei ein paar Menschen und Institutionen bedanken. Zunächst bei der Otto Brenner Stiftung, heute vertreten durch Jupp Legrand hier im Saal, und die Bundeszentrale für politische Bildung, ohne die das hier finanziell gar nicht möglich wäre. Danke auch an Dietrich Kraus, der das Programm von heute mit mir zusammen geplant hat, Matthias Blöser und Jana Sauer, die heute im Laufe des Tages auch noch mit moderieren werden, Frauke Schneider, die ganz tapfer die Organisation im Hintergrund zusammenhält, und die Technikerinnen und Techniker, die uns heute begleiten. Denn ein Großteil des Publikums wird nicht hier im Saal dabei sein, was leider noch nicht geht, obwohl heute der erste Tag in Frankfurt ist, an dem zumindest ein bisschen was wieder geht. Aber die meisten nehmen online teil, worüber wir uns sehr freuen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Auch wenn Sie online dabei sind, Sie können die Chatfunktion in Zoom nutzen, um Fragen und Anregungen mit in die Veranstaltung zu geben. Und wer über YouTube später zuschaut, kann auch unter diskussion@evangelische-akademie.de Fragen an uns richten. Wir hier im Haus, nur dass Sie sich nicht wundern, arbeiten mit einem Hygienekonzept. Wir sind alle getestet heute Morgen. Alle, die sich im Saal bewegen, tragen einen Mundschutz und wir lüften den gesamten Tag. Insofern sollte es uns auch am Ende des Tages allen noch gut gehen. Und wir trotzen dem Wetter, wir hätten heute eh nichts Besseres tun können, als drinnen zu sitzen und uns mit Satire zu beschäftigen. Ich freue mich auf diesen intensiven Tag mit Ihnen und euch und wünsche im wahrsten Sinn des Wortes viel Spaß. Ja, vielen Dank, Hanna-Lena Neuser. Ich stelle mich vielleicht ganz kurz auch zu Beginn noch mal vor. Mein Name ist Dietrich Kraus. Ich bin Autor und Redakteur von der ZDF-Sendung Die Anstalt und auch hier regelmäßig zu Gast, da wir immer im Anschluss an jede Sendung hier so eine politische Nachbereitung im Grunde machen mit einem Experten- und Publikumsdiskussion. Auch ein Zeichen dafür, dass Satire inzwischen, wenn man das mit dem Zeitraum von vor 10 Jahren vielleicht vergleichen, ziemlichen Bedeutungszuwachs erfahren hat, dass man inzwischen als Satiresendung quasi auch als Akteur in der politischen Bildung quasi ernst genommen wird. Und auf verschiedenen Ebenen spürt man das, diesen Bedeutungszuwachs. Das spiegelt sich auch bei unseren Gästen wieder. Ich habe Brecht zu mir, ein Wissenschaftler, der sich jetzt ernsthaft mit Satire beschäftigt, ein Politiker, ein ehemaligen Sozialdemokrat, der in einer Satirepartei jetzt aktiv ist, und ein Comedian nicht zuletzt, der inzwischen auch über die Jahre zum politischen Satiriker geworden ist. Und
Wir wollen, wie Hanna-Lena Neuser gesagt hat, uns fragen, warum, woran liegt das, dieser Bedeutungszuwachs der Satire, und was macht es mit dem politischen Diskurs? Zu den Gästen etwas ausführlicher. Rechts von mir sitzt Dennis Lichtenstein, hallo, vom Institut für Medien- und Kommunikationsforschung an der Uni Klagenfurt. Ein studierter Kommunikationswissenschaftler, wie ich überhaupt sagen muss, wir sind hier alle Kommunikationswissenschaftler. Also da sage noch einer, man kann mit diesem Studium nichts erreichen. Studierte also Kommunikationswissenschaft in Paris, Salzburg, Augsburg, hat an der Heine-Uni in Düsseldorf promoviert mit einer Untersuchung zur Medienöffentlichkeit in ost- und westeuropäischen EU-Ländern. Untersucht also regelmäßig, wie Europa in den Medien wahrgenommen wird, und beschäftigt sich aber auch wissenschaftlich immer wieder mit der Rolle von Satire im politischen Diskurs. Dann begrüße ich, ich weiß jetzt nicht, aus Berlin oder Dortmund, weiß nicht, wo Sie gerade sitzen, Herr Bülow. Dortmund noch. In Dortmund, Berlin okay. Geht's morgen. Marco Bülow, der sitzt für den Wahlkreis Dortmund-West im Bundestag, seit 2002 immer direkt gewählter Abgeordneter. Auch er hat Journalistik studiert und Politik, war in der SPD aktiv, 16 Jahre für die SPD im Bundestag, bis er im November 2018 aus der Bundestagsfraktion eingetreten ist und im November 2020 Mitglied in der Satirepartei wurde, die wiederum hier ihren Ausgang nahm. Die wurde 2004 von einigen Redakteuren der Zeitschrift Titanic ursprünglich gegründet und ist vor allem durch ihren Abgeordneten im Europaparlament, Martin Sonnenborn, weiter bekannt geworden in den letzten Jahren. Der wiederum war wiederum ein ehemaliger Mitarbeiter meines dritten Gastes, aus Bonn angereist, freut mich, und frisch in der Sommerpause, Oliver Welke. Den Kopf der Heute-Show muss man nicht groß vorstellen. Ich weiß nur, dass er auch, weil ich auch als Gastarbeiter dort immer wieder mal tätig war, dass er nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch hinter den Kulissen der Kopf der Sendung ist. X-facher, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau mir aufgeschrieben, Fernsehpreisträger, Comedypreisträger, Grimme-Preisträger, also ein echter Preisscherpa, hat viel zu tragen an den Preisen. Und diese Sendung steht eigentlich wie keine andere für diesen Boom der Satire in Deutschland, vor allem beim ZDF, das bis vor 15 Jahren keinerlei Satire im Programm hatte. Ist inzwischen auch gerade in Corona-Zeiten nochmal mit Bedeutungszuwachs gesegnet. Über 5 Millionen Zuschauer analog, über 20%, das sind Quoten, die gab es lange Zeit gar nicht mehr eigentlich im Fernsehen. Er ist auch bekannt als Sportmoderator. Nicht so bekannt ist hier im Süden zumindest die Vorgeschichte als Comedian. Sie haben nach dem Publizistikstudium, oder ich sag du, weil wir waren... Siezen wir uns jetzt? Nein, ich bin da reingerutscht, sorry. Nach dem Publizistikstudium hat er volontiert beim Privatsender Radio FFN bei einer Sendung, die damals ziemlich wegweisend war für Comedy, nicht nur im Radio, sondern überhaupt im Frühstücksradio. Das waren damals schon Leute aktiv, die man auch heute noch kennt, die später auch in dem Bereich ihren Weg gemacht haben. Oliver Kalkofe, Dietmar Wischmeier, heute mit einer eigenen Rubrik in der Heute-Show. Später 7 Tage, 7 Köpfe und viele andere Comedy-Sendungen. Und wenn man die Biografie so liest, dann ist es eigentlich ja doch ein bisschen erstaunlich, oder, dass man jetzt Oliver Welke hier in einer Diskussionssendung über politische Satire begrüßen darf. Es war ja früher fast so ein Bekenntnis, das man abgelegt hat im Humor. Entweder man ist so ein klassischer Kabarettist oder dann so in den 90ern, man macht Comedy, die haben sich stark auch gegeneinander definiert. Comedy auch zum Teil offensiv apolitisch. Inzwischen hat ja die Sendung wie eine Heute-Show, die auch offiziell noch unter Comedy läuft, so eine starke politische Relevanz. Bist du selber überrascht darüber, dass du inzwischen als politischer Satiriker Karriere gemacht hast? Also wenn ich jetzt nach 12 Jahren noch überrascht wäre, hätte ich ja eine sehr langsame Reaktionszeit, muss man sagen. Ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass das Frühstücksradio, das können aber Leute nicht wissen, die außerhalb von Niedersachsen, Hamburg oder Bremen, das war unser Sendegebiet, aufgewachsen sind, war durchaus auch schon ein in Teilen sehr politischer Wochenrückblick. Wir hatten da auch immer mal monothematische Sonntage. Die Sendung lief sonntags zwischen 9 und 12. Und da gab es auch, sagen wir mal, Momente hemmungsloser Albernheit, gar keine Frage, aber es gab auch tatsächlich auch sehr politische Strecken und im Grunde auch dieses Prinzip, dass man aus jeder Woche, egal wie die Nachrichtenlage ist, eben dieses Programm generieren muss, so gesehen. Und wir reden jetzt hier tatsächlich von den, wir reden hier von Mitte der 90er, also ja, so lange ist das schon her. Das war in dieser Hinsicht auch eine gute Schule, also dass man lernt, auch in Wochen,
wo die Nachrichtenlage eher zäh ist, trotzdem dann selber ein Thema zu setzen, also quasi gegen die Aktualität ein Thema zu setzen, von dem man meint, dass die Leute eigentlich darüber reden sollten. Das ist schon eine Parallele. Aber ich habe dazwischen, was Fernsehen angeht, natürlich hauptsächlich Sport gemacht. Das heißt, wenn Leute überhaupt verblüfft sind, dass ich in der Heute-Show dann damals gesessen habe, dann hatte das eher mit meiner Bundesliga- und Champions-League-Vergangenheit zu tun, weil diese Genre-Überschreitung Sport, Comedy, die habe ich wahrscheinlich zumindest im Fernsehen relativ exklusiv. Da habe ich eigentlich, bin ich mehr in so eine Art Rechtfertigungsdruck geraten, im Sinne von, warum darf jetzt ein Sportmoderator sowas machen, als wegen der Comedy-Vergangenheit. Ja, gar nicht so, aber es ist ja doch irgendwie erstaunlich, es sind nicht die expliziten Kabarettisten, die jetzt so eine Rolle einnehmen, sondern eigentlich einer, der so ein bisschen einen anderen Background hat. Und das spricht ja vielleicht dafür, werden wir im Laufe des Abends auch noch dazu kommen, dass Comedy ein bisschen eine inklusivere Veranstaltung ist, also einfach ein breiteres Publikum anspricht, als eine Satire, die sich dezidiert eh schon an die politischen Leute richtet. Also insofern ist das vielleicht eine Erklärung dafür, dass man dafür einen besseren Riecher hat für die Popularität. Also ich habe ja auch tatsächlich ein ganz normales journalistisches Volontariat gemacht. Also das heißt, ich habe ja ganz am Anfang sowieso als Journalist angefangen und dass ich dann bei sowas Ähnlichem wieder ende, ist ja eigentlich nur konsequent. Jetzt ist es inzwischen, wie gesagt, ist ja schon auch lange her, mit dieser expliziten Comedy-Vergangenheit hat es jetzt so eine politische Bedeutung bekommen, die Satire insgesamt. Was ist die Ursache deiner Meinung nach? Kann man im Satiremodus besonders gut erklären, besonders populär erklären? Oder ist es einfach ein Genre, das in Deutschland so ein bisschen aus welchen Gründen auch immer in Vergessenheit geraten war und es steckt gar keine größere gesellschaftspolitische Bedeutung hinter diesem Zuwachs? Oder woher kommt es, dass das inzwischen so eine Popularität und auch so eine Bedeutung gewonnen hat? Also woher genau jetzt der Erfolg der Satireformate kommt, ist für mich natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen. Dann müsste man eigentlich mehr in den Bereich Wirkungsforschung gehen. Das ist das eines der wenigen Worte, das ich aus meinem Publizistikstudium behalten habe. Mein Gefühl ist, dass diese Trendschärfe auch vorher gar nicht so klar ist, wie man jetzt vielleicht in der Rückschau denken könnte. Also ich möchte nur daran erinnern, dass auch Leute wie Georg Schramm, der ja euer Format vorher wirklich großartig mitgestaltet hat, oder auch Volker Pispers, das sind Leute, die sind nicht nur zur klassischen Pointe in der Lage, sondern die haben das auch immer wieder eingesetzt. Also dieses Prinzip, dass man eine eher, sagen wir mal, komplexe, trockene Thematik damit auflockert, um vielleicht, während man die Leute unterhält, ihnen was nahe zu bringen, was sie möglicherweise sonst nicht von Anfang an interessiert hätte. Diesen Trick gibt es schon sehr lange. Und ich glaube auch, dass diese Trennung hier, sagen wir mal, reine Comedy im Sinne von reiner Unterhaltung und da politisches Kabarett, was immer nur aufklärt, ich glaube, so war es eigentlich nie. Also die guten Kabarettisten waren immer auch sehr, sehr lustig, meiner Meinung nach. Du hast ja auch schon von Anfang an irgendwie immer gesagt, gibt es ein Zitat, das auch immer wieder in den Interviews oder in den Porträts der Sendung dann kommt, wir wollen uns den Themen inhaltlich nähern und es geht nicht um irgendwie Versprecher und Stolperer und so weiter. Trotzdem ist das so ein Image, das, wenn man diese Feuilleton-Artikel liest, immer wieder eigentlich so weiter kolportiert wird. Also obwohl, ich kenne die Sendung auch von Ihnen, da sehr explizit inhaltlich gearbeitet wird, wenn man am Anfang montags da in diese Redaktionssitzung kommt, denkt man eigentlich mal, es ist bei einem ganz normalen politischen Magazin. Am Ende kommt trotzdem eine Comedy-Sendung raus und trotzdem hält sich so in der Wahrnehmung immer noch, das ist eigentlich so ein bisschen, also bei den Leuten, die das so sich kritischer anschauen, das ist nur unterhaltsam, das ist so oberflächlich. Ist das eigentlich vielleicht sogar ein Zeichen dafür, wie gut es funktioniert, dass man es schafft, diese Inhalte so lässig zu präsentieren? Du meinst jetzt, dass das Feuilleton immer noch diese alten Vorurteile über uns pflegt? Warum die das machen, das ist für mich tatsächlich ein unerklärliches Phänomen, weil wenn man sich die letzten, ich sage jetzt mal 8, 9 Jahre die Sendung angeguckt hat, dann könnte man feststellen, dass das, was man vielleicht mit Formaten wie TV Total oder so assoziiert, wo man ja tatsächlich davon gelebt hat, von solchen Clips, wo sich einfach Leute ganz besonders tragisch versprechen oder Ähnliches, das hat bei uns tatsächlich seit zig Jahren gar nicht mehr stattgefunden. Und wenn man die Sendung einigermaßen regelmäßig guckt, dann erkennt man, dass wir bewusst alle möglichen Arten von Humorfarben anbieten, von auf die 12 bis sehr subtil. Also auch diese Mischung entsteht ja jetzt nicht am Reißbrett, sondern die entsteht halt jede Woche im Team mit 7 Autoren, von denen ich einer bin, die wir das schreiben. Und bei manchen Themen kommt automatisch ein etwas ernsthafterer Ton rein. Also wenn wir jetzt wie neulich eine Strecke über das Lieferkettengesetz oder genauer gesagt
gesagt, über die Verwässerung des Lieferkettengesetzes durch Lobbyisten machen. Dann ist man beim Thema Kinderarbeit und dass sich dann natürlich auch eine bestimmte Art von Humor verbietet, der eben zu sehr, sagen wir mal, in die Schenkelklopferrichtung geht. Das ergibt sich von ganz alleine, wenn man ein bisschen Gefühl hat für die Themen und fürs Schreiben. Und so hat halt jede Sendung automatisch durch die Mischung der Themen auch eine andere Tonalität. Bei uns kommt noch dazu, dass wir natürlich einen riesengroßen Cast haben und dass wir den auch jedes Jahr bewusst erweitern, um Leute, die deutlich jünger sind als ich, das ist uns sehr wichtig, und Menschen wie Till Reiners beispielsweise oder Hazel Brugger, die bringen natürlich ihr eigenes Material mit, für die schreibt niemand von uns und auch dadurch entsteht halt jede Woche eine völlig neue Mischung, was sozusagen die Grenze zwischen hier ist, das ist jetzt mal ein reiner Haltungsmoment und das ist einfach eine Pointe um ihrer selbst willen. Da hat halt jeder seinen eigenen Stil und dass es uns, glaube ich, immer noch gibt nach all den Jahren und relativ erfolgreich liegt, glaube ich, genau daran, dass man eben nicht weiß, okay, das ist heute Show, die Themen sind A, B und C, also wird es so und so sein, sondern dadurch, dass wir eben ganz viele Leute ihr eigenes Zeug schreiben lassen, ist auch jede Sendung automatisch anders. Ne? Mhm. Herr Lichtenstein, Sie haben ja mal als einer der Ersten sich quasi mal nicht nur darüber philosophiert, sondern auch das mal empirisch untersucht, was denn eigentlich inhaltlich in diesen Satireformaten verhandelt wird. Dann haben sich da, der Untersuchungszeitraum liegt schon ein bisschen länger zurück, die Veröffentlichung war, glaube ich, 2018, mal angeschaut, wie das die Heute-Show im Vergleich zu Anstalt und Neo-Magazin machen. Also erstmal die Frage, Sie haben da Massensendungen, 154 Sendungen, 1600 Beiträge untersucht und ausgewertet. Danach hat man natürlich erstmal keine Lust mehr auf Satire. Sie persönlich haben das alles geguckt? Nein, ich hoffe nicht. Selbstverständlich nicht. Gott sei Dank. Sonst müsste ich mich direkt entschuldigen. Ja. Aber auch Sie, Sie waren dann doch auch, man geht ja mit so einer Vorerwartung ran, waren Sie überrascht über den politischen Gehalt dieser Sendung oder liegt der auf der Hand oder wie war das für Sie? Naja, also wir kommen jetzt auch erstmal von der globalen Perspektive. Also erstmal von der Beobachtung auch, Satire nimmt in der Relevanz zu, bekommt auch ein größeres Publikum. Es gibt mehr Sendungen. Es ist aber im Zusammenhang mit einer generellen Aufweichung von der harten Information vielleicht, also ein Softening of News, was wir auch schon seit längerem beobachten können. Und gleichzeitig in jüngeren Jahren aber auch so eine Politisierungstendenz innerhalb der Satire. Nicht nur in der Heute-Show, sondern auch in vielen, vielen anderen Sendungen. Und dann fragen wir nach der Rolle von der Satire in der politischen Öffentlichkeit. Also allen möglichen Satirikern wird mittlerweile zugeschrieben, dass sie Meinungsführer sind für ein jüngeres Publikum vor allem, dass sie jetzt Funktionen vom Journalismus ersetzen teilweise, dass sie vielleicht auch einspringen, wo die Politik nicht mehr so richtig weiter weiß. Und sich das hören Sie aber sehr selten von Satirikern übrigens. Das ist richtig, aber von Publikumsseite hört man es häufiger mal. Und da ist unsere Frage jetzt mit zwei Studien. Erstens, was denken die Satirikerinnen und Satiriker eigentlich selber, was sie tun? Das haben wir untersucht. Und als zweites, was steckt denn drin in den Sendungen? Und wir haben angefangen zu fragen, also wie hoch ist der Informationsgehalt in den Satire-Sendungen und wie groß ist der Orientierungsgehalt? Also bekommt man eine politische Meinung serviert, die auch inhaltlich fundiert ist? Oder ist das jetzt eben tatsächlich dieser Schlagzeilenhumor, der nicht wesentlich in die Tiefe geht und wesentlich mit Negativbewertungen von Politik dann einhergeht? Gefunden haben wir ein sehr gemischtes Bild. Also man kann sagen, Satire ist eben nicht gleich Satire, sondern das Spektrum ist wahnsinnig breit zwischen den gehaltvollen Sendungen, die sehr kopflastig dann manchmal eben auch sind, aber auch viel Information bieten. Und dann eben auch so fundierten Einschätzungen dann kommen und Politiker nicht nur anhand von Charaktereigenschaften bewerten, sondern auch tatsächlich sagen, und hier ist das inhaltliche Argument, das wir zerlegt haben und deswegen kritisieren wir die Person. Also das Spektrum ist sehr breit, man findet wirklich alles und man sieht auch, dass die Aufweichung zwischen Kabarett und Comedy im Grunde da ist, die Grenzen fließend geworden sind. Also Satire ist völlig hybrid, sowohl in der Abgrenzung zwischen Kabarett und Comedy, als auch zwischen Satire und Journalismus mittlerweile. Was gibt es denn da so für Klassifizierungen? Sie haben da so einen Hauptunterschied gemacht, um sich so ein bisschen zu orientieren zwischen so einem, sagen wir, offeneren Humor für allen und einem, der so ein bisschen sich an spezielleres Publikum wendet. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Also wir haben jetzt erstmal die grobe Idealtypen unterschieden zwischen produktiver und der sogenannten pseudokritischen Satire.
Produktive Satire wäre jetzt diejenige, die viel Information liefert, also häufig Politik thematisiert, Kontexte bringt, in die Tiefe geht und bei der Meinungsbildung dann eben Argumente für Bewertungen liefert und auch Sachaspekte von Politikern, also politiknahe Aspekte bewertet. Die pseudokritische Satire thematisiert zwar auch Politik, geht aber nicht so in die Hintergründe. Und vor allem in den Bewertungen ist es dann eben die Negativbewertung, die aber eher anhand von ja, kleinen Aussetzern, Ausrutschern, Charaktereigenschaften und sei es die Rollstuhlwitze über Wolfgang Schäuble, dann eben funktioniert. Die ist dann auch kritisch, aber oder transportiert ein negatives Politikbild, wenn man so möchte, aber eben nicht inhaltlich fundiert. Und insofern hat man da auch diese Negativbezeichnung der Pseudokritik. Und in welchem, sagen wir mal, Größenverhältnis steht das jetzt? Also welchem dieser zwei Richtungen neigen denn diese deutschen Sendungen mehr zu, die jetzt im Moment, also wobei man sagen muss, das ging damals auch bei Böhmermann noch um das quasi Neo-Magazin Royal, das war die Vorgängersendung, die noch nicht so ist. Es war eher eine Late-Night-Show, ja, als das, was genau. Heute macht. Eben, es hängt auch mit Formatlogiken dann zusammen. Also wir haben ja drei Formate auch untersucht. Das ist dann die Heute-Show als Nachrichtensatire, dann die Anstalt als Kabarettformat und dann die Late-Night-Show, das Neo-Magazin. Und die Ergebnisse sind im Grunde jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, wenn man sagt, dass die Anstalt jetzt das die meisten Informationen liefert, die Heute-Show aber gar nicht mal so furchtbar weit davon entfernt ist. Und das Neo-Magazin dann eher in diesem pseudokritischen Bereich dann angesiedelt wurde. Wobei man jetzt zur Ehrenrettung von Jan Böhmermann vielleicht auch sagen muss, dass der sich auch in letzter Zeit deutlich politisiert hat. Ja, ich meine, er macht jetzt eigentlich vergleichbar zur Anstalt und im Unterschied zu uns ja eine fast monothematische Sendung. Mhm. Die haben vorne nur noch ein ganz kurzes aktuelles Stand-up, meistens nur so 5 Minuten und machen dann auch 20 Minuten zu einem Thema. Gut, bei euch sind es 45, aber in jedem Fall ist es monothematisch und glaube ich auch mit sehr viel journalistischer Begleitung. Die haben auch mittlerweile 3-4 Leute, die gar nichts mit Humor zu tun haben und nur als Journalisten für sie arbeiten, soweit ich das von außen weiß. Genau, und man muss auch dazu sagen, letztendlich, wenn man dann die Wirkungsfrage dann später nochmal stellt, dass die Late-Night-Show jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig in die Tiefe geht bei Politik, das muss gar nicht immer was Schlechtes sein. Sondern bei den ganzen Wirkungen, nur Oliver Welke wird dann später wahrscheinlich sagen, das Einzige, was er weiß bei der Wirkungsforschung, ist, dass es keine konkreten Aussagen gibt. Das ist mir hängen geblieben, ja. Genau, aber was man eben berücksichtigen muss, ist immer, was steckt drin in den Sendungen. Erstens, klar, das haben wir überprüft. Zweitens, welches Publikum guckt das eigentlich? Wie groß ist das Vorwissen? Wie sieht es mit Voreinstellungen aus? Und drittens, was denkt denn das Publikum eigentlich? Was ist da konsumiert? Also denkt das Publikum, ich gucke hier eine Unterhaltungssendung, denkt es, ich gucke hier lustige Nachrichten. Auf die Weise verändern sich dann eben auch die Verarbeitungslogiken und die Aufmerksamkeit, die den einzelnen politischen Informationen zugewandt wird. Wissen Sie denn auch über Ihre Arbeit, das ist wahrscheinlich jetzt schwierig, was die Studien angeht, die Sie gerade genannt haben, aber was mich wirklich interessiert, dieser auch gelegentlich mal behauptete, tendenziell jüngere Mensch, der sich fast nur noch aus Satireformaten informiert, gibt es den wirklich? Ist das mal erforscht worden von irgendwem, ob es diese Leute da draußen irgendwo gibt? Weil ich habe sie noch nie getroffen, ehrlich gesagt. Also ich kenne vereinzelte Stimmen, die das auch von sich selber behaupten. Nein, aber im Grunde glaube ich das auch nicht. Also was es gibt, sind diese Reichweitenmessungen, dass man eben sieht, die klassischen traditionellen Medien verlieren an Publikum, gerade auch im jüngeren Bereich. Gleichzeitig Satire gewinnt an Publikum. Aber jetzt die Schlussfolgerung aufzustellen, das sind genau diejenigen, die nicht mehr die traditionellen Nachrichtenmedienangebote konsumieren. Das kann man so, glaube ich, nicht gelten lassen. Und ich glaube, das gibt es nur für USA so ein bisschen, oder? Aber auch da ist der ist eher ein Kurzschluss, der einhergestellt. Also ich behaupte zumindest, Last Week Tonight, also John Oliver, würde ich, wenn ich jetzt nicht auch gelegentlich mal echte Nachrichten gucke oder Zeitung lese, hätte man da überhaupt nichts davon, wenn man die ganzen Kontexte nicht kennt. Also auch für die USA halte ich das für, also es würde mich überraschen, wenn das eine relevante Größe von Leuten wäre. Ja, also ich würde es auch so sehen, dass die Leute eben eher Satire zusätzlich zu den anderen Medienangeboten konsumieren, was ja eigentlich auch im Programmflow dann logisch wäre, wenn man sieht, wo die Heute-Show dann gesendet wird und an welchen Programmstellen dann eben Satire-Sendungen generell auch kommen. Apropos Kontext, findet sich aber auch, also sind Sie auch Stellen, wo man dann so als Macher kurz mal schluckt und denkt, kann das sein? Festgestellt wurde, dass Anstalt und Heute-Show in einem Großteil der Beiträge keinen substanziellen Kontext und Hintergrund gibt. Können Sie ein Beispiel? Ist jetzt persönlich beleidigt Beispiel, oder was? Nee, aber weil man leidet ja eigentlich eher mal unter der Infolast, die man da vor sich her schleppt und denkt dann, Moment, was sollen wir noch alles erzählen? Also was ziehen Sie da ab bei der Feststellung? Hier müssen wir jetzt konkrete Beiträge nennen. Gute Frage. Oder, also, muss ja nicht jetzt sein, aber ist sowas, worüber ich gestolpert bin, weil das wirklich so ein Problem ist, dass man immer denkt,
oder der, die Kritik intern ist immer eher, man macht zu viel, man muss eigentlich weglassen. Und ja. Vielleicht ist es einfach die Logik der Beitragsabgrenzung. Wir haben teilweise den Themen auch dabei gehabt in der Codierung, die innerhalb kürzester Zeit abgehandelt worden sind, die dann auch vielleicht nur wenige Sätze abgekriegt haben. Das wird dann in der Gesamtbewertung dann vielleicht der Sendung oder Informationstiefe auf Sendungszeit hinweg dann nicht mehr hundertprozentig gerecht. Aber es zeigt eben, es sind auch mal Themen dabei, die dann eben nur in der Schlagzeile behandelt werden. Wenn man jetzt das sich anschaut, was Sie da erhoben haben, stützt das denn eher so? Es gibt ja immer so diese zwei Grundlinien. Die einen sagen, diese dauernde Verhohnepiepelung der politischen Akteure fördert so eine Politikverdrossenheit. Die anderen sagen, das fördert irgendwie das Interesse, gerade bei den Leuten, die sich dem sonst gar nicht zuwenden. Kann man denn aus den empirischen Zahlen oder aus Ihrer Forschung irgendwie ablesen, ob das eher der einen oder der anderen Richtung Munition gibt, was Sie da rausgefunden haben? Es gibt Munition für beide Richtungen letztendlich, blöderweise. Also die Thesen sind ja immer, Satire ist der Retter oder die Retterin des Mediensystems oder das Böse schlechthin, indem sie eben Politikverdrossenheit fördert und abschreckt. Nein, man kann schon sagen, Satire kann Einflüsse haben auf das Wissen, auf Kognition, also auf Wissen und Meinungen zur Politik, kann Einflüsse haben auf Einstellungen und auch auf Verhalten. Beim Lernen über Politik wissen wir, dass gerade diejenigen, die noch nicht ganz so viel mit Politik in Berührung gekommen sind und vielleicht keine festen Voreinstellungen dann eben auch haben, aus den Sendungen doch was mitnehmen und dann auch gerne auch aus denen mit weniger Informationsgehalt. Dann lernen die niederschwellig was. Das Publikum der Anstalt, da könnte ich mir vorstellen, das weiß schon relativ viel häufig und da ist es dann schwer, neue Informationen wirklich zu vermitteln. Also was tatsächlich interessant ist, normalerweise soll man ja nie in diese Foren reingucken, wenn man keine Depressionen bekommen will, dauerhaft. Aber was tatsächlich manchmal spannend ist, weil wir ja auch eigene YouTube-Kanäle haben, die Diskussionen darunter, jetzt mal abgesehen von dem unflätigen Kram, der ja zwangsläufig kommt, wenn es um Internet geht, aber manchmal entspringen dann da wirklich Diskussionen über irgendeinen Aspekt dieser Strecke, weil jemand anders hat dann irgendwie in der Zwischenzeit nachgegoogelt und weiß noch mehr darüber, dann schicken die sich Links hin und her und streiten tatsächlich in der Sache. Und das finde ich ist so mit das Beste, was man erreichen kann, dass man Leute vielleicht darauf stößt, dieses Thema, das du möglicherweise noch nicht auf dem Schirm hattest, ist spannender als du denkst, beschäftige dich mal weiter damit. Also da bin ich immer schon sehr happy, wenn man das ausgelöst hat sozusagen. Das ist wahrscheinlich fast schon das Maximum, was man erreichen kann mit Satire, glaube ich. Genau, und dafür gibt es auch Belege. Vielleicht muss man auch mal einen Vergleich ziehen. Also wenn man sagt, ja, was hat das denn für eine Wirkung, welche politischen Diskussionen regt es an? Ja, welche politischen Diskussionen oder vielleicht welchen Frust regt es denn an, wenn man sich eine politische Talkshow anschaut? Das muss man ja vielleicht mal auch in Beziehung stellen. Und ich stelle mir fest, also ich gucke mir die fast nie mehr an, aber wenn ich es dann doch nochmal mache, da ist mein Frust eigentlich größer, als wenn ich nochmal durch eine Satire-Sendung auf bestimmte Missstände hingewiesen werde, wie sich Politikerinnen und Politiker in dieser Talkshow verhalten und wie diese Talkshows auch ablaufen. Also wenn, dann muss man es, glaube ich, in Beziehung setzen mit den anderen Formaten, die es gibt, die über Politik informieren sollen oder sich mit Politik auseinandersetzen. Darf ich mal ganz kurz nachfragen, weil Sie ja verdienterweise einer der 3 bis 4 Abgeordneten sind, die ich noch gar nicht bei Lanz gesehen habe in den letzten Monaten. Was stört Sie aktuell so besonders? Ist es das Ritualisierte? Ist es, dass das so eine Art Ersatzpolitikhandlung ist, die da stattfindet? Oder was stört Sie daran besonders? Das würde mich wirklich interessieren. Also einmal stört mich, das hat aber dann mit der Sendung an sich nichts zu tun, sondern ich kenne auch viele, die glauben, dass sie sich mit dieser Talkshow wirklich politisch informieren und glauben, das ist die Politik, so wie sie wirklich stattfindet. Dabei ist das ja nur der Showkampf. Und dann kommen wir zu dieser Ritualisierung. Ich finde, das ist wirklich sehr ritualisierend. Es sind fast immer die gleichen Köpfe. Es gibt welche, die sind also wirklich, haben ja ein Dauerabo. Vor allen Dingen, wenn es dann um bestimmte Themen gibt. Auch das ist, alle politische Talkshows machen dann fast ein Thema. Ich habe die mal 2 Jahre untersucht. 2 Jahre, also nicht 2 Monate. Und das war frappierend, welche Themen sehr, sehr, sehr häufig vorkamen und welche Themen wie zum Beispiel Soziales oder Klima, und da war immerhin die Paris-Konferenz, kein einziges Mal stattgefunden hat oder soziale Themen 2-3 Mal stattgefunden hat. Also diese Häufung, wo alle immer dann auf dieses gleiche Thema gehen, und das kann man dann montags, dienstags, mittwochs, donnerstags sich anschauen. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und dann eben die Ritualisierung und die Gäste, die da sind, die ja nur einen Showkampf machen. Da geht es ja nicht wirklich um große politische Inhalte. Da wird immer das Gleiche abgespult. Die haben ihre Botschaften im Kopf.
Die gehen auch nicht auf die Frage ein, wenn sie ihnen nicht passt. Das ist ja immer das gleiche Ritual. Da werden wir auch geschult. Ne? Also wir werden ja geschult sozusagen insgesamt, nicht auf Fragen einzugehen, sondern erstmal um eine Botschaft zu bringen. Wer schult sie da? Ja, das passiert natürlich dann fraktions- und parteiintern. Das ist ja klar, wenn man es nicht von alleine kann. Die meisten können es ja von alleine ziemlich schnell. Und dann hat man zumindest Zeit, wenn dann der Journalist doch nochmal nachfragen sollte, was ja auch selten passiert, dann hat man aber Zeit, weil man ja schon mal erstmal was gesagt hat, nochmal drüber nachzudenken, was man denn dann antwortet. Und das ist alles so ritualisiert. Und da gibt es wenige, finde ich, die dann nochmal nachhaken, so dass man wirklich dann gezwungen ist, auf diese Frage zu antworten. Und das finde ich schwierig. Also das ist so ritualisiert. Und da habe ich bei Satire das Gefühl, dass einfach Sachen mal eher aufgebrochen werden. Ja, das ist nicht immer fair. Das ist immer nicht immer schön. Aber dadurch gibt es, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten. Und ich kenne immer mehr Leute, die sagen, ja, sie informieren sich natürlich schon auch aus anderen Quellen. Ne? Deswegen ist es gar nicht einseitig. Aber im Fernsehen schauen sie eigentlich nur noch Satire-Sendungen. Also das ist sozusagen, und wenn, dann gibt es vielleicht noch in der Mediathek irgendwelche Dokus und so weiter, die man mal anguckt, ne? Aber Talkshows, Nachrichtensendungen und so sind eigentlich raus. Und da passiert bei den Jüngeren, glaube ich, noch mal viel mehr als so jetzt in meinem Mittelalter. Genau, das war eigentlich schon die Antwort auf die Frage, die ich gar nicht stellen konnte. Also sie fühlen sich also nicht so bedroht quasi durch diese, bedroht in Anführungsstrichen, durch diese Satire, dass jetzt die Politik, die eh schon zu kämpfen hat, jetzt auch noch so Unterhaltungsbedürfnisse quasi befriedigen muss, indem sie sich satirisch quasi präsentiert oder wie auch immer. Das empfinden sie nicht als eine schräge Entwicklung? Nee, das ist ja eigentlich, also ich meine, es ist ja wie auch mit der Partei, die Partei. Also wir können die Realität ja gar nicht mehr toppen. Ich glaube, das wird eher das Problem irgendwann von Satire-Sendungen, dass sie es schwierig hat, die Realität zu toppen, weil die Politik ist manchmal so absurd. Es werden so absurde Entscheidungen getroffen und dann aber als völlig seriös und normal verkauft, dass man sich immer wundern muss. Deswegen, also das ist ja eigentlich schon fast kein Spaß mehr zu sagen, die Spaßparteien sitzen in der Regierung und wir haben Minister und Ministerinnen, die Entscheidungen treffen und auftreten. Also vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob sie gesteinigt worden wären, aber hätte man das gar nicht zugelassen. Und heute ist das irgendwie alles so normal. Und deswegen glaube ich eher, dass es schwierig ist, das zu toppen. Ich glaube, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man vielleicht trotzdem noch ein paar Leute ansprechen kann, die so insgesamt wirklich gar keinen Bock mehr auf Politik haben. Und das ist ja das, was ich auch erlebt habe, was ja auch bei mir dann zu immer mehr Frust geführt hat. Viele, viele Menschen gerade in den Wahlkämpfen kommen und sagen, es ist doch egal, wen wir wählen, ihr macht eh alle das Gleiche. Und ich habe immer sehr lange mich dagegen gewehrt und versucht zu erklären, nein, natürlich nicht. Und irgendwann musste ich sagen, ja, stimmt. Und das ist das Problem, glaube ich, was wir haben. Also wenn überhaupt, wird das kleinere Übel gewählt. Und nicht mehr, weil man so mit wehenden Fahnen für irgendjemanden ist. Oder weil man nicht will, das hat ja überhaupt die Wahlbeteiligung wieder ein bisschen stabilisiert, muss man leider sagen, wenn dann auf einmal eine rechte Partei kommt und dann viele Angst haben und sagen, oh, dann wähle ich dann doch nochmal die Partei, die ich immer schon gewählt habe. Und das ist ein Armutszeugnis für eine Demokratie, die eigentlich nur noch Wahlen zulässt. Wir haben keine Volksabstimmung, wir haben keine Bürgerinnenräte, wir haben die Petitionen, interessiert bei uns Politikern kein Mensch. Die kommen allerhöchstens im Petitionsausschuss, da kriegen es dann 12 Politiker mit. Und danach, also ich weiß nicht, wie häufig wir zweimal in 17 Jahren SPD-Fraktion über eine Petition gesprochen haben. Das heißt, das, was die Bürgerinnen und Bürger sonst machen, interessiert uns nicht, wollen wir nicht. Parteitagsbeschlüsse sind übrigens auch egal. Also das heißt, es konzentriert sich alles auf eine Wahl. Und wenn dann nur noch gewählt wird, das kleinere Übel oder weil ich schon immer wählen war, dann wird es irgendwie manchmal wirklich sehr abstrus. Jetzt gab es ja schon immer Leute, die vor allem auch gern von der SPD enttäuscht waren und dann den Weg zu anderen politischen Parteien gefunden haben. Bei Ihrer Vita jetzt, Sie waren stark in der Umweltpolitik aktiv, soziale Gerechtigkeit ist ein Thema für Sie. Hätte man jetzt eher erwartet, okay, der geht zu den Linken oder vielleicht auch zu den Grünen. Aber warum jetzt dieser Move, dass man sagt, man tritt einer
Partei an, die zumindest den Ruf noch stark hat, eine Spaßpartei zu sein. Was ist da quasi der politische Impetus dahinter? Warum nicht quasi in einer anderen, ernsthaften Partei, die näher an den eigenen Überzeugungen liegt, wenn Sie sagen, die SPD war es nicht mehr? Ja, daran sieht man, wie ernst die Lage ist, dass ich zu diesen Mitteln greife. Ja, weil ich dann von Regen in die Traufe gekommen wäre. Dann hätte ich vielleicht bei einigen Inhalten wieder ein bisschen näher dran gewesen. Aber von der Struktur ist es überall gleich. Also von der Struktur sind sie fast alle gleich. Es ist das gleiche System, das wird immer gestützt. Und wenn dann irgendwann die Regierungsbeteiligung ist, dann werden sie sich nicht viel anders verhalten als die, die jetzt da sind. Und ich glaube, das ganze System ist problematisch geworden und die Beteiligung ist nicht da. Und ich glaube, man muss diese Strukturen aufbrechen. Und das kann am ehesten, finde ich, noch, das ist nur eine Nische, ne? Es ist auch nicht, ich habe keinen Allgemeinanspruch mehr. Aber eine Nische ist es, das auch mit Satire aufzubrechen, mit einer Zuspitzung, mit einer Konfrontation, die ganz anders ist und auch mal wirklich komplett gegen diesen Strom zu agieren, ohne dann auf der anderen Seite zu diesen, klar, natürlich eine klare Abgrenzung zu Querdenkern und so weiter zu gehen. Weil die meisten kriegen das nicht mehr mit. Und der Übergang ist auch fließend. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man unter dieser Käseglocke in Berlin mehrere Wochen verbringt, nur mit Kolleginnen und Kollegen, einige, vielleicht noch einige Journalistinnen und Journalisten, die aber auch unter dieser Käseglocke leben und ganz vielen Lobbyisten. Dann wird das so strömlinienförmig und daraus muss man, glaube ich, ausbrechen. Und ich glaube auch nicht, dass die anderen daraus ausbrechen, auch wenn sie mir vielleicht inhaltlich dann in einzelnen Punkten näher sind. Das werden die Grünen, wenn sie dann mit Schwarz-Grün zusammengehen, genauso erleben. Und haben sie übrigens ja auch gemacht, als wir Rot-Grün hatten. Also man vergisst ja immer die ganzen bösen Geschichten von Rot-Grün, wenn ja der SPD angelastet, hat man ja schon längst irgendwie alles vergessen. Haben sie ja auch alles mitgemacht. Aber ich will jetzt ja auch gar kein Parteien-Bashing machen. Ich will nur sagen, die Strukturen sind überall ähnlich. Ich habe das erlebt, als ich mit Gerd Schick, vielleicht als Beispiel, das ist der finanzpolitische Sprecher der damaligen, der Grünen, der hat jetzt eine Bürgerinitiative Finanzwende, macht einen super Job. Mit dem habe ich einen Kodex gemacht, wo wir gesagt haben, wir machen mal keine Parteitaktik, sondern wir machen Kodex für uns Abgeordnete, weil es keine Gesetze gibt, die uns eigene Regeln geben. Wir sind ja der einzige Club, der seine Regeln selber macht. Überall hat man klare Regeln zu Lobbyismus, zu Transparenz, Nebentätigkeiten und so weiter. Damals gab es eben nicht die Korruptionsfälle und dann haben wir das gemacht. Ja, und wir sind da ziemlich mit auf die Schnauze gefallen. Auch die Grünen haben das fast alle nicht unterzeichnet. Weil wir, und zwar hauptsächlich deswegen nicht, weil sie das total falsch fanden, sondern weil wir das eben nicht so konform gemacht haben, sondern wir haben es überfraktionell gemacht. Wir haben alle dazu eingeladen, mitzumachen. Und das geht nicht. Wenn eine Partei was macht, müssen die anderen erstmal grundsätzlich dagegen sein. Und das ist ein Problem. Das sieht man ja auch. Keine Oppositionsvorlage wird jemals durchkommen, weil die Regierung immer dagegen ist, egal wie gut es ist. Und sowas muss aufgebrochen werden. Das ist ein riesiges Problem. Das kriegen viele einfach gar nicht mit. Und ich habe schon immer versucht, eher überfraktionell zu arbeiten. Aber dann scheitert man, weil das will die eigene Fraktion nicht. Sie haben selber gesagt, das wäre dieser Übertritt zur Satirepartei ist ein Experiment, was vielen gut und auch wieder ein bisschen Hoffnung bringt. Aber ist gute Satire nicht eigentlich für das Ende der Hoffnung zuständig und für das Negative? Also ist es nicht also die endgültige Überlastung, wenn die Satire jetzt auch noch Hoffnung und Trost spenden muss? Ja, das würden, glaube ich, viele vor allem in der Partei so sehen. Ja, also das ist ein Abenteuer. Wir werden das sehen, ob es sich vertragen kann. Aber ich sag mal, Satire hat halt auch immer einen ernsten Hintergrund. Und hier in Dortmund hat die Partei es geschafft, Fraktionsstatus im Rat zu kriegen. Und einer, der in den Rat eingezogen ist, hat irgendwie gesagt, ja, also man darf es eben nicht mit Klamauk vergleichen, sondern Satire ist gut, wenn sie wehtut. Und wenn sie jemanden zum Lachen bringt, aber eben auch vielleicht zum Nachdenken. Und da haben wir auch diese beiden Pole, ne? Also die nicht immer zusammenzubringen sind. Aber ich denke schon, dass das irgendwie gelingen kann. Also wir zum Beispiel haben alle am Anfang drüber gelacht und das abgetan. Wir wollten, dass in Dortmund mal ein Platz nicht nach einem
alten weißen Mann, also ich will das jetzt gar nicht überbewerten, dieses Wort, aber jemanden, der schon 300 Jahre tot ist, benannt wird, den keiner kennt, den man irgendwie nachgoogeln muss, benannt wird und haben gesagt, wir wollen, dass der Platz Unser Oma ihr Platz heißt. So wie man das im Ruhrgebiet schön sagt. Und Unser Oma ihr Platz haben sie natürlich alle abgelehnt und fanden das völlig abstrus. Aber eigentlich haben wir es ernst gemeint, weil die Oma, die hat, glaube ich, nicht nur im Ruhrgebiet, ja eine wichtige Bedeutung, eine wichtige Funktion. Und warum soll man nicht mal die Oma ehren mit so einem Platz? Warum soll man immer dann den alten Maler oder was auch immer das mal irgendwann war, den keiner kennt, nehmen? Und mittlerweile hat es so einen Hype angenommen, dass jetzt doch die Parteien sagen, oh, vielleicht machen wir das doch und vielleicht machen wir es in anderen Städten auch. Also damit will ich sagen, es ist nicht immer nur die letzte Instanz, wenn gar nichts mehr funktioniert. Manchmal ist es vielleicht auch so, wir denken mal über was nach. Wenn man jetzt das anschaut, die Satire hat sich immer mehr ein bisschen den Journalismus reingeholt. Jetzt sieht man hier so Schritte, da ist ja auch Marco Bülow nicht der Einzige, dass es immer wieder auch Schritte gibt von Satirikern wie in Italien, der Grillo oder so, die wirklich auch satirisch in die Politik gehen. Wie beobachtest du das? Also die klassische Rolle, das hat auch Nico Semsroth, auch ein ehemaliger Mitarbeiter, der heute schon auch bei uns Gast. Kurz zur Erklärung vielleicht, diese Leute, sobald die dann quasi ein Mandat haben, können die nicht mehr gleichzeitig in Satiresendungen mitwirken. Deswegen verlieren die Satiresendungen da auch ein bisschen immer an die Politik. Also der hat in einem Interview einfach gemeint, naja, es ist der Reiz daran, ist nicht in so einem Kästchen zu sein. Also man ist auf der Bühne, das ist eh klar, Satire nimmt dem Ganzen natürlich auch die Wucht. Während wenn er die Bühne des Europaparlaments hat, jetzt Nico Semsroth für seine Auftritte, schillert es mehr und strahlt auch ein bisschen mehr Gefahr aus, weil man nicht weiß, wie ernst ist das jetzt gemeint. Ist das ein Weg, der vielleicht auch in Zukunft noch attraktiver wird für Satire? Ja, ich hoffe nicht, dass wir noch viel mehr Mitarbeiter an diese Partei verlieren, weil sonst bluten wir auch irgendwann aus. Im Moment besteht ja die komplette Fraktion in Europa nur aus ehemaligen Heute-Show-Leuten. Ich hatte immer große Sympathien für die Partei, aber irgendwann ist auch mal gut. Ich habe da auch mit Sonneborn mich natürlich auch lange drüber unterhalten und natürlich gibt es auch ein paar Sachen, über die man nicht nur streiten darf, sondern muss. Er hat ja was unter Satire-Aspekten sehr originell und lustig klingt, hat ja zum Beispiel eine Zeit lang immer abwechselnd mit Ja und Nein gestimmt, egal was der Antrag war. Damit mache ich mich natürlich auf der anderen Seite sehr angreifbar und gebe denen Elfmeter ohne Torwart, die ohnehin sagen, ist doch alles nur Quatsch und am Ende willst du hier auch nur die Kohle mitnehmen. In Wirklichkeit, glaube ich, verfolgen beide, auch wenn sie sich, glaube ich, gar nicht mehr so gerne mögen, wenn ich die jüngeren Geschichten jetzt mal nehme, die verfolgen schon auch eine ernste Agenda. Und wenn man sich das im Netz anguckt, welche Akzente auch Sonneborn in seinen ersten Jahren da auch gesetzt hat, wie er dann, ob jetzt zum Thema Erdogan oder auch zu anderen Themen, dann es tatsächlich geschafft hat, dieses Europaparlament auch dazu zu bringen, über bestimmte Sachen zu reden. Das ist schon, kann man nicht wegdiskutieren, dass das mehr ist als nur Klamauk, wie Herr Bülow gerade ja zu Recht gesagt hat. Ich verstehe auch, ich glaube, das war bei Semsroth der Impuls, dass man, wenn man so lange Satire, Kabarett, Comedy, was auch immer gemacht hat, dass man so das Gefühl hat, man kann nicht ewig nur an der Seitenlinie stehen und darüber theoretisieren, was man alles besser machen müsste. Man kommt dann vielleicht irgendwann auch, man kriegt vielleicht irgendwann das Gefühl, dass man mal mitgestalten muss, in welcher Form auch immer. Das kann sein. Also bei Semsroth glaube ich, dass das in jedem Fall bei ihm eine Rolle gespielt hat. Ja, ich komme gleich. Der hat auch gemeint, es ist einfach noch ein Schmier. Genau auf die Frage, warum gehen Sie nicht zu den Grünen oder zu den Linken? Ja, das wäre halt dann noch der 31. progressive Abgeordnete im EU-Parlament, aber einer, der nach außen keinerlei Strahlkraft entfaltet. Und das ist halt diese Chance quasi, dass man im Grunde progressiven Positionen irgendwie eine größere Wucht auch verleiht. Und ansonsten wäre vielleicht Marco Bülow auch noch einfach ein namenloser weiterer Abgeordneter, der sich enttäuscht von der SPD abgewandt hat, aber mit dieser Satire kann man einfach mehr Kraft vielleicht erreichen. Wenn Sie jetzt, Herr Lichtenstein, Sie haben das ja auch länger beobachtet, habe interessiert gelesen, Sie haben ja auch schon den Politikbegriff bei Harald Schmidt untersucht. Also das ist ja ein weiter Weg, sagen wir mal, von dieser Haltung von Harald Schmidt bis ins EU-Parlament oder im Bundestag. Wie schätzen Sie das ein? Ist das auch was vielleicht Schule machen wird?
Ja, da sind wir bei Politisierung von Satire jetzt wieder. Da muss man sagen, Satire und der Politikgehalt hängt so ein bisschen ab von den medialen Rahmenbedingungen und auch vom gesellschaftlichen Zeitgeist. Da hatten wir in den 90er Jahren diesen Comedy-Boom, der da reingekommen ist, der viele Formate auch aus den USA zu uns rüber transportiert hat. Und das war alles andere als politisch erstmal. Dann gibt es dieses Zeitalter der Ironie, das so in die frühen 2000er noch hineingeht, bei dem man sagt, uns geht es ja eigentlich gut. Es gibt nicht die ganz großen gesellschaftlichen Konfliktlinien und wir können es uns auch leisten, alles erstmal distanziert ironisch zu betrachten. Und der politische, ja, die politische Schwere, die müssen wir jetzt auch in die Unterhaltung nicht reintransportieren. Und dann in den letzten Jahren gibt es diese Phase mit der Migrationskrise, mit Pegida, mit dem Brexit und so weiter, in der auch die Satire dann mehr unter Druck gekommen ist, jetzt zu sagen, wir müssen auch mehr Haltung beziehen. Vielleicht werden wir gar nicht mal so gut regiert, wie wir immer dachten. Und ja, entsprechend haben wir da auch diese Politisierungserscheinung dann mit drin. Und es kommt hinzu, dass sich auch das Mediensystem wandelt. Es ist nicht mehr nur diese rein repräsentative Mediendemokratie, in der alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen repräsentiert sein soll, man auf Ausgewogenheit achten sollte der zivilisierte Diskurs dann eben das Tragende ist, sondern daneben tritt ja auch die Social-Media-Seite, die dann Richtung Mitmachdemokratie dann eher geht, Richtung Mobilisierung. Und da sind die zentralen Faktoren, dass man eben auch sich sammeln kann, zu Bewegungen zusammensuchen kann. Zum Beispiel in der Linkspartei gab es ja auch diese Idee mit dem Aufbruch. Auch Jan Böhmermann hat versucht, über Neustart 19 praktisch in dieses Aktivistische reinzugehen und den Eintritt dann in die Politik zumindest vorzuspielen, wie ernsthaft das auch immer gemeint war. Genau, also da haben wir Veränderungen im Zeitgeist und aber auch im medialen System, was die Politisierung von Satire begünstigt. So, und ich würde jetzt aber generell sagen, diese Grenzverschiebung von Satire zu Journalismus und von Satire zu Politik, das sehe ich eigentlich gar nicht mal so unkritisch insgesamt, sondern da gibt es Zielkonflikte. Das sind ja nicht umsonst auch getrennte oder weitgehend getrennte Systeme gewesen. Wir haben das bei der Heute-Show ja beispielsweise auch, wenn es um die politischen Interviews dann geht. Also inwieweit funktioniert das? Dann gibt es solche Momente wie Hazel Brugger macht das Praktikum bei der SPD. Und Lars Klingbeil und Kevin Kühnert, also aus meiner Wahrnehmung, biedern sich an wie verrückt. Und es war auch mein Eindruck, ja. Und es findet auch eine Entlarvung dann irgendwo statt. Dann hat man Karl Lauterbach, der permanent auf einmal in der Sendung... Der kann bald auf Lohnsteuerkarte für uns arbeiten, ja, das ist richtig. Ja? Ja. Aber genau. Nicht nur für uns, auch für Lanz. Ich finde auch gar nicht mal, also es funktioniert auch gar nicht so schlecht mit Lauterbach irgendwo. Und dann haben wir beispielsweise aber auch dieses Röttgen-Interview gehabt vor der Wahl zum CDU. Vorsitz. Und was der gemacht hat, das war ja eiskalt. Der hat sich ja reingesetzt und hat einfach sein Programm abgespult, gar nicht versucht, lustig zu sein. Auch und gar nicht versucht, die Fragen zu beantworten, ja. Ja, und in dem Moment stoßen Sie dann mit der Heute-Show ja auch an die Grenzen. Also da das müssen ist man, mit, also das ist gut, dass Sie das anstrengen, weil das ist tatsächlich, mit, glaube ich, mit großem Abstand und das ist nicht einfach, da so ein Ranking zu machen, das umstrittenste Element, ja auch ein sehr seltenes Element, das gibt es ja vielleicht dreimal im Jahr, dass ein Politiker in persona da ist. Aber für nichts gibt es so viel Gegenwind. Und zwar egal, wie gut oder schlecht das Interview läuft. Also es gab ja auch schon tatsächlich sehr erhellende Interviews. Damals hat ja Kubicki, ist jetzt schon, glaube ich, 7, 8 Jahre her, im Heute-Show-Interview quasi zu einer Art Putsch gegen Rösler aufgerufen. Er hat uns natürlich auch benutzt, wie ich dann staunend festgestellt habe. Und das ist genau der Vorwurf, den man sich natürlich immer aussetzen muss, weil man, egal wie man das Interview anlegt oder egal wie hartnäckig man nachfragt, letztlich bietet man denen natürlich eine Bühne und zwar eine Bühne, in die sie sonst nicht reinkommen, sondern wenn dann nur als Gegenstand der satirischen Berichterstattung. Und dadurch, dass sie überhaupt dahin kommen, kriegen sie natürlich wahnsinnig viel Respekt, weil Leute, die sie vielleicht sogar kritisch sehen, oder gar nicht gut finden, politisch sagen, ja, aber ich finde es toll, dass der da hingeht. Hut ab dafür. Und das ist tatsächlich was, wo wir sehr, sehr genau überlegen müssen, ist es das wert, uns in dem Punkt so angreifbar zu machen und diese Bühne zur Verfügung zu stellen? Und die Frage beantworten wir dann ganz oft mit Nein. Bei Röttgen hätten wir sie wahrscheinlich auch mit Nein beantworten sollen. Wir fanden es in dem Moment cool, weil er natürlich in dem Trio der chancenlose Underdog war. Ne? Wir haben die anderen beiden dann auch eingeladen und auch unter Druck gesetzt, also auch Laschet und Merz, der uns wirklich nicht mag, hat selbst der ist ins Grübeln gekommen, weil er dachte, ist ja blöd, wenn der Röttgen da hingeht und ich nicht.
Aber trotzdem muss man dann auch jemanden wie Röttgen, darf man natürlich, selbst wenn er, wenn ich nachhake und er antwortet nicht, muss ich, darf ich ihn nicht damit davonkommen lassen. Der hat das halt, wie Sie schon sagen, der hat das erkannt, was das für eine Chance ist und hat die dann in dem Rahmen dann auch genutzt. Ja. Weil da hätte man dann eben journalistischer reingehen müssen, aber auf Kosten der Unterhaltung. Das meine ich mit dem Zielkonflikt. Ja. Und um es an die Politik noch kurz zurückzuspielen, wo ist denn da dann die Abgrenzung zwischen Satire in der Politik und Populismus? Weil beides ist ja letztendlich Establishment-Kritik, was geliefert wird. Und ja, an der Stelle finde ich es dann manchmal ein bisschen schwierig. Ja, das ist vielleicht immer ein Grenzgang. Hier hat auch jemand in den Chat geschrieben, ne? Was darf Satire dann nicht? Und vor allen Dingen, wenn vielleicht auch eine Satirepartei nicht. Also ich glaube, dass meine Definition ist davon, das geht, wenn dann nach oben treten, nicht nach unten treten. Da ist so die Grenze. Ansonsten finde ich, ja, Populismus ist immer ein sehr großes Wort, was dann auch sehr schwierig ist, ne? Weil im Endeffekt könnte man sich im Bundestag ohne eine Satirepartei und ohne Satire ständig Populismus vorwerfen, immer den einen und den anderen. Und diese meisten anderen Vorwerfen sind da meistens nicht besser. Also das finde ich, diese Abgrenzung ist schwierig. Aber glaube, wo man wirklich aufpassen muss, ist sozusagen, gegen wen man tritt. Und wie man es dann auch deutlich macht, weil ganz viele verstehen Satire auch nicht. Aber um nochmal dieses Beispiel zu nehmen, Martin Sonneborn geht in keine Talkshows. Auch genau deshalb nicht, damit es sozusagen diese Schwierigkeit gar nicht gibt, dass er da so stark dann auch wirklich ernst genommen wird, weil er würde sich dann einschalten, weil ich weiß, dass er eigentlich ein sehr ernsthafter Mensch ist, dass er unglaublichen Hintergründe und politische Einstellungen hat. Herr Welke hat das genannt, ne? Ob jetzt zu Erdogan oder auch zu Aserbaidschan auch diese Geschichte, die ja jetzt auch rausgekommen ist durch die Korruption, ne? Dass ein Teil des Bundestages durch Baku zumindest beeinflusst ist mit vielen Geldern. Da weist er schon sehr lange darauf hin. Das ist ein sehr ernsthaftes Thema. Und genau deswegen macht er das nicht. Deswegen muss man natürlich schon auch überlegen, was man am Ende dann macht und was man nicht macht. Aber wenn man das gut kennzeichnet, finde ich schon, dass das möglich sein muss. Und es ist, glaube ich, auch möglich, politische Inhalte damit auf den Tisch zu bringen. Mein Hauptfeld ist ja geworden, und das zeigt ja, wie absurd Politik geworden ist. Ich bin eigentlich Umweltpolitiker, habe dann auch Sozialpolitik gemacht, habe gemerkt, Argumente zählen im Bundestag halt in erster Linie nicht. Es zählt, wer die stärkste Lobby hat. Und deswegen bin ich eigentlich zum Lobbypolitiker geworden und Transparenzpolitiker geworden. Mit dem Thema habe ich mich früher nie auseinandergesetzt. Als ich im Bundestag kam, dachte ich niemals, dass ich was damit zu tun hätte. Und das mache ich fast nur noch. Das ist mein Hauptthema, weil alles andere blockiert wird. Und wenn man sieht, dass es diese Hürden und Wände gibt, über die man aber eigentlich in der Öffentlichkeit jetzt bei Korruption schon ein bisschen eigentlich nicht redet, dann glaube ich, muss man andere Mittel anwenden und dann sind sie auch völlig legitim. Dann sind sie auch völlig legitim, weil das, was mittlerweile passiert, gerade in diesem Bereich Profitlobbyismus, das ist nicht mehr legitim. Auch wenn es noch legal ist, weil wir unsere eigenen Regeln machen. Aber wenn jemand, der Aktienoptionen kriegt und Geschäfte machen kann, der frisch von der Uni in den Bundestag kommt und dann noch behauptet, hat nichts mit seiner Abgeordnetentätigkeit zu tun und der wird noch mit dem Landeslistenplatz 1 beschenkt und alle freuen sich, nur weil es eben nicht illegal war, weil er nicht bestraft worden ist, wie jetzt vielleicht einige, die korrupt waren, dann zeigt sich doch diese Absurdität und ich finde, da muss gegen vorgegangen werden. Und wenn das auch mit Satire ist, dann ist das völlig in Ordnung, finde ich. Trotzdem ist das so, dass ich dieses... Frage nochmal in die Runde, dass sich durch diesen Wandel dieses Umfelds, einerseits Internet, wo quasi ja ein ganz anderer, rauerer Ton herrscht, also quasi die Satire da so ein bisschen das Polemikmonopol ja auch verloren hat und sich eigentlich, das kann man ja gar nicht mehr überbieten quasi, was da passiert. Gleichzeitig hat man auch Politiker wie Johnson oder Trump, die ja bewusst mit so einem Gestus spielen des Underdogs, des Rüpels und des Provokanten, das eigentlich früher auch eher so bei den linken aufklärerischen Satire geparkt war. Das heißt, was macht es mit der Satire? Man muss dauernd aufpassen und sich abgrenzen und sagen, ja, wir üben auch Kritik an Korruption, aber wir meinen es nicht so wie die. Wir spitzen auch zu, aber wir meinen es nicht so wie die. Also gerät man in so einen dauernden Dauerdisclaimer, dass man sagen muss, so ist aber nicht gemeint. Das kommt ja bei dir auch öfters, dass du
Ja, also ich glaube, in diesen Polemikwettbewerb darf man sich natürlich gar nicht reinbegeben, sondern, also ich bin ja tatsächlich bekennender Komplett-Abstinenzler für alle Social-Media-Kanäle. Unsere Sendung hat eigene, weiß ich nicht, Instagram und alles Mögliche, aber ich selber äußere mich privat ja als Person dann bewusst gar nicht. Und ich rate auch immer allen jüngeren Kollegen, die auch ständig dieses Twitter-Feedback mitnehmen, auch in die wöchentliche Arbeit, die dann sagen, ja, aber letzte Woche, als wir das und das gemacht haben, haben Leute bei Twitter das und das. Ich finde, das ist der Anfang vom Ende. So wie man früher Leuten immer gesagt hat, bitte hör nicht darauf, wenn dein Sender dir irgendwas von Minutenschritten erzählt. So wurden ja bei den Privatsendern oder werden bei den Privatsendern bis heute Sendungen bewertet, dass man guckt, in welcher Minute ist die Kurve vielleicht einen kleinen Millimeter nach oben oder nach unten gegangen. Dann müssen wir das öfter oder das seltener machen. Das ist totaler Unsinn und das Ende von allem. Und so ist es auch, wenn man diese ganze Twitter-Blase überbewertet. Also in diesen Wettbewerb würde ich auch gerade was Schärfe oder Polemik angeht, nie mit reingehen, sondern ich glaube, die Antwort kann nur sein, dass man dann erst recht versucht, präzise zu arbeiten und vielleicht die Aspekte, die noch nicht von den Leuten oder von der ganz großen Internetmeute bemerkt wurden, nach vorne zu schieben. Ich habe das ja auch gelernt durch unsere Strecke vor 3 Wochen über die Nebentätigkeiten, von denen Herrn Bülow ja auch gerade gesprochen hat. Ich wusste nicht, dass wir jetzt schon 3-mal hintereinander aus Europa einen drüber gekriegt haben, weil wir weiter darauf bestehen, dass bei uns nur das Bundestagspräsidium solche Nebentätigkeiten kontrolliert. Also das ist halt wirklich exakt das, was man nicht machen soll, wenn man gegen Korruption kämpft, dass dann ein winziges Gremium, wo alle betroffenen Parteien ihre Leute reinschicken, entscheidet über Sanktionen und dann wurde eben genau deswegen auch nur ein einziges Mal überhaupt so eine Geldstrafe verhängt gegen die inzwischen verstorbene Frau Strenz. Das zum Beispiel wusste ich auch alles nicht und dann ist auch klar, dass es natürlich auch die meisten Leute nicht wissen und das ist dann viel spannender, wenn dann alle sich ja auch zu Recht oder wenn alle zu Recht Frau Baerbock kritisieren, aber wenn man jenseits dieser Aufregung mal sagt, unser eigentliches Nebentätigkeitenproblem ist aber ganz was anderes als das Weihnachtsgeld für Frau Baerbock, da wird es dann halt spannend und das merkt man auch an den Reaktionen der Leute, dass die auch schon dankbar sind für solche Einordnungen oder wenn man zumindest mal einen Vorschlag macht im Sinne von wir glauben, dass das hier das eigentliche Problem ist. Ich glaube, das ist die einzige Antwort, die es auf diese Daueraufgeregtheit gibt, weil wenn man da mitschwimmen will, das ist sowieso chancenlos. Also im Grunde gegen diese Pauschalkritik ist eigentlich das einzige Mittel, konkreter zu werden. Genau. Ja. Übrigens, genau das ist es und ich glaube, solche Dinge sind wichtig, weil die würden nämlich normalerweise nirgendwo groß erwähnt werden und nicht aufgearbeitet werden. Und im nächsten Gesetz, was jetzt so groß angekündigt wird, diese Woche soll das ja verabschiedet werden, das neue Transparenzgesetz für Abgeordnete, ist es wieder so, dass Kontrolleur am Ende der Bundestagspräsident ist. Und das ist so, ja, ich kontrolliere mich selber, dann können wir es auch lassen. Und Herr Schäuble weigert sich auch, das zu transparent zu machen, glaube ich. Der klagt ja auch gegen Offenlegung, wie intern gerügt wurde. Er geht jetzt in Berufung sogar, weil er das nicht, die internen Rügen nicht veröffentlichen will, ja. Chat. Ich glaube, eine davon haben wir jetzt auch schon ein bisschen schon bearbeitet. Da ging es eben auch nochmal um die Frage von Grenzen von Satire, die sich direkt an Sie, Herr Welke, richtete. Vielleicht können Sie da gleich nochmal was dazu sagen. Aber die zweite Frage geht im Endeffekt ganz konkret auch an diese Grenzfrage heran. Und zwar, Herr Welke, ist der erschreckende Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche eigentlich ein gutes Thema für Satire? Oder sind es dabei vor allem Personen, die man satirisch angehen kann? Kardinal Wölki haben Sie ja schon ein paar Mal aufs Korn genommen. Ja, wir haben in dieser Staffel, also unsere Staffeln, wir haben ja über eine Frühjahrs- und eine Herbststaffel, in dieser Frühjahrsstaffel hatten wir 2 Strecken zum Fall Wölki, der ja viel mehr ist als ein Fall Wölki. Das ist ja auch wie immer ein systemisches Problem. Und das haben wir, glaube ich, relativ ausführlich in 2 Strecken behandelt. Und da gilt eigentlich dasselbe wie das, was wir immer über Politik gesagt hat. Man arbeitet sich eben sehr schnell dann kurz an Köpfen ab und lässt den Rest dann liegen. Aber da ist es halt, ich bin jetzt evangelisch, deswegen nicht von Haus aus der Top-Experte, aber es ist ja klar, dass andere Bistümer jetzt auch nicht so viel toller aufgeklärt haben als das in Köln. Die hatten dann halt diese Figur Wölki, der sich jetzt besonders renitent zeigt und der selbst, wenn Herr Marx ihm vorlebt, wie man es machen könnte, gar nicht dran denkt, zurückzutreten. Aber spannender ist tatsächlich das, was seit 2010, seit es die erste Veröffentlichungswelle gab, alles nicht passiert ist. Und das haben wir, glaube ich, zumindest versucht, in 2 Strecken aufzuarbeiten.
Und wie ist dann die Resonanz so im Rheinland? Also da gibt es ja eine Lobby. Also das ist übrigens ganz anders, als man denkt. Also die, wenn man jetzt, sagen wir mal, auf den klassischen Shitstorm aus ist, wenn man an sowas Freude hat, dann ist Kirche gar nicht mal so spannend. Da gibt es die üblichen Leute, die dann sagen, ja, mach das mal über den Islam, das möchte ich sehen. Wo wir dann zum Glück einfach nur Links verschicken können, weil wir sehr früh auch was über deutsche Salafisten und also wir haben das Thema auch sehr beackert, deswegen kann man das schnell aushebeln. Wenn man wirklich Lust hat, Streit zu kriegen, dann muss man eher sowas machen wie jetzt letzten Freitag zum Gendern. Das gibt so bestimmte Themen, da weiß man auch, also deswegen machen wir das nicht. Im Gegenteil, wir haben ja auch da versucht zu versachlichen und zu erklären, was eigentlich die Idee hinter dem Gendern war, selbst wenn man nicht alles gut finden muss in der praktischen Ausführung. Aber da geht es ja auch um Inklusion und Höflichkeit letztlich. Wir haben es, glaube ich, wirklich so differenziert gemacht, wie ging, aber trotzdem natürlich ein Daumen runter mehr. Meine eigene Mutter meinte, haben wir denn keine anderen Sorgen? Was ein Klassiker ist, wenn man über das Gendern redet. Also das sind eigentlich mehr, also die heftigen Reaktionen kommen eigentlich immer aus einer anderen Ecke, als man denkt. Und ich habe auch so über die Jahre gelernt, auch von links kommt viel mehr Humorlosigkeit, als man so vielleicht früher gedacht hätte, naiverweise, definitiv. Genau, das wär das, was ich auch noch ansprechen wollte. Also mit der Bedeutung wachsen ja auch so ein bisschen die Ansprüche, die an die Satire gestellt wird. Und gerade bei dem Thema, sag mal, diskriminierungssensible Sprache, also wie geht man da als Satiriker mit um? Da ist inzwischen quasi ein anderes Level erreicht. Also Dinge, die vor 15 Jahren, das haben ja auch viele Comedians gesagt, Dinge, die sie vor 15, 20 Jahren gemacht haben. Das komplette Frühstücksradio müsste man piepen. Da würde, würde die Hälfte könnte man definitiv nicht senden, nein. Und sagst du das bedauernd oder? Ja, ein bisschen schon. Also ich bin da hin und her gerissen. Ja. Also mich stört, in erster Linie stört mich die ganze man darf nicht mehr alles sagen Debatte, weil das Quatsch ist. Also da werde ich auch nicht müde zu sagen, natürlich darf jeder alles sagen und er muss jetzt ein bisschen mehr aushalten als früher, was aber eben nur mit den Social Media Kanälen und dem Internet zu tun hat. Also ich gehe überhaupt nicht mit bei den Meinungskorridoren und so. Ich glaube, dass wir hier auch über so einen Generationen-Gap sprechen. Das sieht man ja sehr schön an dem Streit in der Partei von Herrn Bülow. Also das, was da zwischen Sonneborn und Semsrott öffentlich abgegangen ist, ist ja genau diese Frage. Also wie sprachlich sensibel, inklusiv muss Satire sein und kann man manchmal auch sagen, wurscht, jetzt ist mir die Pointe wichtiger. Und, vielleicht zur Erklärung, da hat Sonneborn, glaube ich, einen Tweet in diesem Chinesisch, wie wir es als Kinder auch immer gesagt haben, genau. Also ohne R, nur mit L. L statt R, genau. Ja, genau. Abgesetzt, was eigentlich dazu letztlich geführt hat, oder die Reaktion darauf hat dazu geführt, dass dann der Nico Semsrott letztlich der Partei den Rücken gekehrt hat, weil er gesagt hat, da muss man heute anders drauf reagieren, das kann man nicht mehr so, kann man erstens nicht mehr so machen und wenn, dann muss man es anders sich danach dazu verhalten. Was macht das jetzt mit Satire? Ist das auch dann quasi... Kann man ohne Klischees lustig sein? Und ja, also ich glaube, manchmal ist ja auch, wenn man jetzt nur auf das Klischee setzt, ist es auch ein bisschen intellektuelle Faulheit, muss man mal sagen. Weil wenn man überlegt, womit man sich dann den schnellen Lacher abgeholt hat früher, dann waren das natürlich viel zu oft auch sowas wie Länderklischees oder sowas. Das muss man ja selbst einen mit weit mehr Preisen, als wir alle überhäufter Kollege wie Harald Schmidt hat das doch sehr exzessiv betrieben und sagt selber, das wäre heute nicht mehr möglich. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man zugibt, das war in manchen Punkten eine andere Zeit und wir sind jetzt halt insgesamt ein bisschen sensibler geworden. Man kann dann trotzdem noch lustig sein, man muss sich nur klar sein, Vogue sein alleine macht es natürlich jetzt auch noch nicht witzig. Also man muss sich dann schon immer noch gleichzeitig irgendwie einen Gag überlegen, der genauso gut ist, wie der, den andere dann vielleicht heute nicht mehr so bringen würden. Also, aber ich glaube schon, dass es eine ganz klare Generationengeschichte ist. Wir haben auch in der Redaktion natürlich jetzt auch letzten Freitag, weil wir selber eine Strecke über das Gendern gemacht haben, gibt es auch Kolleginnen, die mir sagen, warum machst du es denn nicht? Und dann muss ich halt erklären, warum es mich beim Sprechen halt stört. Aber natürlich komme ich in so eine Art Rechtfertigungsdruck intern, klar. Ich glaube auch, dass es schon auch eine Generationenfrage ist. Und auch das, was Herr Welke vorher gesagt hatte, stimmt aber auch komplett. Also in der linksliberalen Bubble gibt es sehr, sehr viel Humorlosigkeit, muss man sagen. Und das ist halt auch das Problem, dass dann Leute nicht mehr bewertet werden nach dem, was sie insgesamt machen und auftreten, sondern
auf einen Tweet reduziert werden, auf einen Satz reduziert werden und dieser Tweet dann auch noch aus dem Zusammenhang gerissen wird, damit muss man rechnen und damit muss man auch leben, finde ich, wenn man sich in dieser Bubble bewegt. Aber es ist trotzdem schon krass, wie das dann passiert und man ganz schnell in eine Schwurbler-Ecke, in eine rechte Ecke oder sonst wo reingestellt wird mit einer Halbaussage. Das passiert so rum genauso. Also ich glaube, diese Humorlosigkeit, die ist eher so flächendeckend da. Und trotzdem benutzt es dann wiederum jeder, gerade die Social Media, um Aufmerksamkeit zu holen. Und damit muss man dann auch rechnen, dass man einen drüber kriegt. Das finde ich dann auch völlig in Ordnung. Und gleichzeitig finde ich, muss man eben, wenn wir jetzt Sonneborn nehmen, ich bin jetzt bei Sonneborn nicht objektiv, weil ich den wirklich schon aus dem Studium kenne und wir ewig befreundet sind, aber ich finde, jeder, der dann so einen Tweet wie den, um den die beiden dann da, oder wegen dem, die sich gestritten haben, wer das liest, muss zumindest das Gesamtkunstwerk Martin Sonneborn im Hintergrund haben. Also selbst wenn man ihn nur sehr rudimentär begleitet hat, medial, weiß man ja, dass er nun Lichtjahre davon entfernt ist, irgendwelche rassistischen Ressentiments zu haben. Und dann finde ich manchmal die Gnadenlosigkeit halt auch einfach überproportional. Sagen wir mal so, darüber zu streiten ist ja vollkommen okay. Oder ihm auch zu sagen, das war jetzt irgendwie daneben oder das ging nicht. Aber da bleibt es ja nicht stehen. Die Debatte geht ja dann weiter. Also hat man in der SPD ja jetzt auch rund um den Streit um die Identitätspolitik, Frau Schwan und Herr Thierse, da ist ja auch von manchen Leuten direkt der Rausschmiss gefordert worden, wo ich immer denke, ach, man kann schon auch, man habt jetzt nicht ein bisschen kleiner, ist eigentlich immer meine Standardantwort. Also einmal streiten und gut ist, also das ging früher ja auch. Da hat sich schon ein bisschen was verschoben, das finde ich tatsächlich, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht schlimmer wird. Herr Lichtenstein, wenn Sie das jetzt beobachten, also ich beobachte das innerhalb dieser Szene, differenziert sich das schon ein bisschen aus. Also gerade bei dem Thema gibt es so ein bisschen die Fraktion, die sagt, nee, die Kunstfreiheit und das ist, die das wirklich, die quasi gegen diese Political Correctness als Schimpfwort jetzt quasi aufbegehrt und sagt, nein, das auch ein Mann wie Polt, ein sehr intellektueller, reflektierter, sagt, nö, also ich möchte mir das quasi nicht nehmen lassen. Und einer anderen Generation, die sagt, nee, da muss man sich einfach weiterentwickeln. Wie beobachten Sie das? Ich würde das als ein absolutes Querschnittsthema im Moment sehen. Das ist ja nichts, was auf Satire begrenzt wäre oder auf Politik, sondern auch in der Wissenschaft haben wir diese Auseinandersetzung, also auch in unserer kommunikationswissenschaftlichen Fachgesellschaft gab es letztens diese Aufregungswelle, dass ein Beitrag gegen Gendern in der Sprache publiziert wurde im Fachjournal. Und da sofort eine Gegenwelle emporgeschwappt ist gegen die Herausgeberinnen und Herausgeber. Und es hat sich dann gegenseitig dann eben nochmal so ein bisschen bestärkt, das Ganze. Das ist jetzt keine Konfliktlinie, die nur auf Satire oder auf Journalismus oder so beschränkt wäre, sondern das ist etwas, was gesellschaftsweit im Moment die Leute auch spaltet, ganz stark. Ja, es werden halt quasi Leute, die vorher kein Forum hatten, melden sich jetzt, melden auch Ansprüche an und sagen, nö, ich möchte mich aber nicht mehr so bezeichnen lassen. Das ist ja ganz interessant, dass also so eine, wie reagiert eine Kunstform, die ja doch auch stark mit Klischees spielt. Also wie kann die darauf reagieren? Oder stellt es ein Stück weit auch im Grunde so ein Klischee-Spiel in Frage, das ja Satire auch ist? Ja, das ist tatsächlich was, womit man sich jetzt dann, wenn man aktuell arbeitet, jede Woche aufs Neue auseinandersetzen darf. Und man muss halt nur tierisch aufpassen, dass man dabei nicht verkrampft, weil dann wird es halt auch schwer. Ich finde es okay, dass man manchmal nochmal zurücktritt und sich fragt, ja, ist das jetzt als Gag auch gut genug und ist es uns das wert oder nicht? Aber man muss das finde ich, ist das Entscheidende. Das wäre ja auch das meine Antwort auf die berühmten Grenzen der Satire. Das muss halt jede Woche neu verhandelt werden. Also das ist auch total wichtig, weil sobald man das aufschreibt, haben wir ganz andere Probleme, weil dann kommen wir wirklich in diesen Tabubereich, wo wir uns alle mit Händen und Füßen wehren müssen. Aber wenn man eine mit halbwegs vernünftigen Leuten zusammengesetzte Redaktion hat, die ja eben meistens nicht nur aus irgendwie lustigen Menschen, sondern auch aus echten Journalisten besteht, dann muss man das jede Woche neu auskämpfen und verhandeln und dann auch dazu stehen. Aber das ist ganz wichtig, weil sonst, wie gesagt, Krampf und lustig sein und brainstormen und sich lustige Sachen ausdenken, das geht halt nicht zusammen.
Ganz kurz dazu vielleicht noch, also ich würde da so eine Art von Integrationsparadox auch drin sehen. Also wir haben die Ausweitung an Medienforen, wir haben die Social Media, auf denen ja ganz viele Leute auf einmal mit ihren Identitäten, mit ihren Themen und Meinungen, den Interessen, die sie bewegen, dann jetzt auch die Chance haben, Publikum zu bekommen. Wir haben auch mediale Angebote, die sich ganz konkret an diese Zielgruppen setzen, richten. Auch meinetwegen in der Satire haben wir ja auch die mit Caroline Kebekus, jetzt mit Female Empowerment, feministische Satire, dann nochmal so einen spezialisierten Bereich dann eben auch. Was jetzt erstmal gut ist, dass wir diese Stimmen in der Öffentlichkeit überhaupt mit drin haben, dass wir da eine größere Pluralität haben. Gleichzeitig erzeugen wir aber auch wieder abgeschlossene Räume auf die Weise mit dem Publikum, das sich dann in diesen Bereichen dann eben auch gegenseitig bestärkt. Und ja, dann irgendwie auch verhärtete Meinungen entwickelt und damit wieder in den Gesamtdiskurs hineingeht. Und da haben wir dann auf einmal Meinungen, die wahnsinnig stabilisiert sind und nicht mehr verhandelbar sind. Ich glaube, das ist ein Problem. Aber was schon interessant ist, da gebe ich dem Oliver Welke recht, also es geht uns auch so, diese Vehemenz, die da ausbricht, ist absolut irritierend, weil man denkt, Leute, es geht um 3-4 Wörter, die ihr jetzt einfach mal nicht mehr sagt, die wir einfach nicht mehr sagen. Da verständigen wir uns drauf. Mit welcher, auch unter Linken, alten Linken, mit welcher Vehemenz und Aggressivität das als Eingriff ins Grundrecht aufgefasst wird. Also das ist hochgradig irritierend, finde ich, weil das völlig echt die Kleinheit des Gegenstands überhöht oder aus. Ja, ich erinnere mich, dass ihr habt doch auch schon mal vor 2-3 Jahren was auch in Richtung Feminismus gemacht und ein Teil eurer Kernzielgruppe, die euch sonst wirklich vergöttern, war menschlich enttäuscht und wirklich persönlich betroffen, dass ihr da jetzt auch noch auf den, in Anführungsstrichen, Zug draufspringt sozusagen. Ja, also da gehen die Linien so ein bisschen quer durch, also auch bei Themen, wo man denkt, das ist doch eigentlich gar nicht mehr umstritten, merkt nee, man, nee, da gibt's ganz starke Vorbehalte und... Ich glaube, bei Extremheit, die teilweise wirklich geübt wird bei Reaktionen, wenn einer irgendwas gesagt hat, relativiert natürlich auch wirklich extreme Positionen. Ja. Ne, das muss man auch immer sagen. Dadurch, dass das immer so hochgejatzt wird und dass jeder Halbsatz auf die Goldwaage gelegt wird, führt natürlich irgendwann dazu, dass man das alles nicht mehr wirklich wahrnimmt und dass die wirklich extremen Positionen, die wirklich gefährlich sind auch, dann nicht mehr so wahrgenommen werden, weil man sich an allen möglichen Fronten verkämpft. Und ich finde auch, das führt natürlich zu Verkrampfung. Trotzdem würde ich immer sagen, im politischen Bereich, also ich bin natürlich weit davon entfernt, Satiriker zu sein, aber wenn man sich politisch so irgendwo einschaltet, wo auch immer, finde ich schon, dass man auf bestimmte Sachen achten sollte. Aber ich sehe es auch so, vielleicht muss man es wirklich jede Woche neu justieren. Aber eine Verkrampfung darf nicht stattfinden und eine völlige Aufgeladenheit wirklich bei Halbsätzen finde ich auch unglaublich. Das meinte ich ja gerade schon, wenn man nicht an den Menschen oder denjenigen, der ja da vielleicht schon länger aktiv ist, dann gesamt beurteilt. Das finde ich dann so schwierig. Und wenn das natürlich jeden Tag aber passiert, mit immer wieder neuen Dingen, dann relativiert man auch alles andere. Und das finde ich eher problematisch, weil auf die Sachen sollte man sich dann vielleicht auch am Ende konzentrieren. So, wir haben jetzt hier eine Frage aus dem Saal. Ich wiederhole die Frage gleich, Herr Bülow. Ich stelle da Folgendes fest, dass wir erstens mal in diesem Social-Media-Bereich jetzt sehr, sehr personalisiert sind. Also es wird sehr vermenschlicht alles, also gar nicht mehr so festgestellt, ja, was machen die Politiker oder was macht die Kirche, sondern man achtet sehr auf den Menschen. Und es wird auch nicht mehr so, es ist einfach nicht mehr präsent, was das politische Geschäft sozusagen ist.
Ich wiederhole die Frage in Kurzform für die Menschen, die uns online zuschauen, weil die das hier aus dem Saal nicht hören. Es ging um die Wahrnehmung, dass Politik ja immer mehr auch personalisiert wahrgenommen wird, also so sehr Personen in den Vordergrund gerückt werden und dass junge Menschen sich aber auch zunehmend zu Wort melden und beteiligen wollen. Und jetzt wird die Frage an Herrn Lichtenstein gerichtet, inwiefern man diesen Trend, dass gerade auch junge Leute sich zu Wort melden, wie man das befördern kann, aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht auch mit Blick auf die Social-Media-Kanäle, die ja immer mehr eine Rolle spielen. Ganz grob zusammengefasst. Okay. Ja, danke für die Frage. Also es geht jetzt erstmal um die Erfolgsbedingungen von Social Media. Also der Trick ist ja, man muss Beiträge publizieren, die sich möglichst gut verbreiten und die Leute dann eben auch selber in ihren eigenen Netzwerken weiter teilen. Das funktioniert mit Unterhaltung, mit Emotion und mit Personalisierung und mit einer gewissen Intimisierung auch, dass ich aus meinem Privatleben was preisgebe als politische Person. Und dann muss man die Leute zum Mitmachen dann eben anreizen, also sie mobilisieren zu klicken und in ihren eigenen Netzwerken was zu teilen. Und idealerweise dann vielleicht auch, naja, wenn es ein Parteilogo ist oder meinetwegen auch einfach nur ein Aktions-Hashtag oder so weiter, die mit dem eigenen Profil dann zu verbinden und weiter publik zu machen, also die Teil zur Bewegung zu machen letztendlich. Deswegen geht ja auch gerade die Logik in der Politik an manchen Stellen dann weg von dieser Parteiendemokratie, was repräsentativ funktioniert, hin zur partizipatorischen Logik, also über Bewegungen, wie es jetzt in dem linken Parteienspektrum ja auch schon versucht wurde, dann Bewegung rauszuziehen. Aber es geht mehr Richtung Mitmachen insgesamt. Und da bin ich auch gespannt auf den Online-Wahlkampf, der kommt und ob die Politikerinnen und Politiker es da dann schaffen, tatsächlich auf diese Logik zu gehen. Eigentlich wäre das die ganz große Chance. Die Satire lernt langsam das Ganze mitzuspielen, würde ich sagen. Also die Satire funktioniert ja auch in großen Teilen bei der Heute-Show meinetwegen nach der Logik der Mediendemokratie. Das ist dann noch der Versuch, ein großes Publikum per Fernsehen zu erreichen. Und daneben gibt es viel Satire, die im Online-Bereich schon funktioniert und genau diese Prinzipien adressiert. Also die Leute mobilisieren, zum Mitmachen an der satirischen Aktion dann selber zu aktivieren. Die machen sich dann zum Teil dann auch zu Anwälten von Partikularinteressen, zum Anwälten der Schwachen gerne. Oder versuchen dann eben auch als politische Akteure auf einmal selber mit aufzutreten. Und da ist dann ja diese Grenzaufweichung zwischen Satire und Politik dann nochmal besonders stark dann eben auch, aber natürlich mit der Chance, dass man Publikum mitbringt. Die Gegenbewegung oder die Kehrseite des Ganzen ist aber auch, dass man auf die Weise nochmal zur Fragmentierung von Öffentlichkeit vielleicht auch einen Beitrag leistet, weil man viel Commitment für Partikularinteressen, viel Commitment für Teilthemen dann eben erreicht und ja auch wieder Kleingruppen dann auf die Weise dann mitstärkt. Ja, also ich habe jetzt gerade zur Vorbereitung nochmal gelesen, dass das auch der Nico Semsrott im Grunde als einen Punkt gesehen hat, wo die Chance für so eine Satirepartei liegt, dass die natürlich einfach geübt sind, im Grunde Claims zu produzieren und im Grunde auch online eine ganz andere quasi Professionalität haben, Dinge auf den Punkt zu bringen und dass das natürlich auch befruchtend sein kann für so einen Wahlkampf von Parteien, der ja oft unter diesen völlig lamen und nichtssagenden Slogans und unpolitischen Slogans auch dahin dümpelt, während so eine Satire, die einen Kern der Sache aufspießt, einfach da eine ganz andere Schlagkraft hat. Da gibt es doch das schöne Green-Plakat der Partei, die Partei Inhalte überwinden. Ja. Und das kann jeden Wahlkampf wieder rausgeholt werden. Ich habe das jetzt nochmal gesehen im Kommunalwahlkampf in NRW letzten Herbst. Also auch progressive Parteien haben da keine Inhalte gebracht und man hätte überall dieses Plakat runterbringen können, Inhalte überwinden. Und das zeigt ja diese Überspitzung, ne, die es gibt und wo dann aber doch irgendwie vielleicht dann doch drüber nachgedacht wird. Oder ich will noch ein Beispiel nennen. Wir diskutieren gerade über ein Plakat, tötet alle Bienen, wo alle sagen würden, oh Gott. Ja, aber genau das passiert ja gerade. Und es interessiert aber nicht so viele Leute und also zumindest in der Politik nicht, weil das Insektenschutzgesetz, was schon stark verwässert war, jetzt auch wieder von der Tagesordnung geholt wird. Und dann aber diese Zuspitzung tötet alle Bienen und schafft Tausende von Arbeitsplätzen oder die Spargelspecher können noch 3 Monate länger im Land bleiben. Das zeigt dann sogar 2 Positionen auf.
Und natürlich ist es am Ende sehr ernsthaft gemeint. Aber alleine selbst in der Partei wird dann das sehr kontrovers diskutiert. Das können wir doch nicht machen. Aber ich finde, genau sowas kann man machen, muss man vielleicht auch machen. Weil dann gibt es eine andere Aufmerksamkeit, als man macht ein Plakat, wir retten Bienen oder wir setzen uns für Umwelt ein. Für Umwelt und Innovation am besten. Das ist irgendwie so, macht jeder. Zukunft ist auch immer gut. Ja, ist ja vielleicht auch ein Ausweg, weil man muss ja ehrlichkeitshalber, weiß nicht, was der Kommunikationswissenschaftler dazu sagt, aber soweit ich weiß, ist es ja schon so, dass die Leute dann letztlich dann doch immer am liebsten die Köpfe sehen, wo man dann denkt, ja, also was wollt ihr jetzt? Wollt ihr was Inhaltliches? Wenn man dann inhaltliche, konkrete Forderungen aufschreibt, wird auch ignoriert, hängt man Köpfe auf, wird es unpolitisch, dann ist die Satire ja vielleicht dann doch irgendwie der... noch der bessere Ausweg. Also in jedem Fall, das muss man der Partei ja lassen. Also die Plakate sind immer der Hingucker, auch im Kommunalwahlkampf. Also da können die Marketingabteilungen der größeren Parteien in jedem Fall nach und nach, wenn die versuchen, die guten Leute da abzuwerben, weil es ist definitiv so, dass das die einzigen Plakate sind, wo man selbst im Vorbeifahren kurz stutzt, genau über solche Sätze. Dann habe ich das gerade wirklich gelesen. Und dann hat man ja schon gewonnen ein bisschen. Ich hätte sonst auch noch eine Frage aus dem Publikum. Die Anstalt und Böhmermann, auch die Heute-Show, liefern ja viele Fakten und Quellen. Und da gibt es im Prinzip drei Anschlussfragen. Einmal, wie das Publikum darauf reagiert, dass man sozusagen da auch eine Serviceleistung bekommt. Ob andere SatirikerInnen auch so gründlich recherchieren wie diese drei Redaktionen. Und ob SatirikerInnen heute eine andere Verantwortung dem Publikum gegenüber haben als vor 20 Jahren noch. Also ich glaube, dass... kann man für die meisten Sendungen sprechen, dass das mit den Quellen auch so ein bisschen Selbstschutz ist, weil man auch nach draußen signalisieren möchte, dass es, wir haben uns jetzt das meiste davon gar nicht ausgedacht, sondern es stimmt alles so. Der Faktenteil muss halt hundertprozentig stimmen, weil es natürlich auch Leute gibt, die auf Fehler nur warten. Und dann schreibt man das da rein, damit das die Leute, die es interessiert, selber schnell klären können. Und es hat halt den angenehmen Nebeneffekt, dass man eben die Leute, die man vielleicht angefixt hat für das Thema, dazu bringt, noch ein bisschen sich tiefergehend damit zu beschäftigen. Also das ist, glaube ich, sind so die Hauptmotive dafür. Und die Redaktion ist da ganz versessen drauf, weil sie keine Post mehr beantworten muss. Genau. Und einfach sagen kann, schaut in den Faktencheck. Ja. Also die ganzen Nachfragen kann man eigentlich mit einem Verweis auf diese Seite dann immer erschöpfend beantworten. Genau. Ja. Aber in der Tat, es gibt dann immer manchmal interessante Anschlussdebatten. Wir haben jetzt zum Beispiel gelernt, weil die meisten Fehler macht man immer bei Dingen, wo man gar nicht drüber nachdenkt und denkt, ach, das ist ja eh klar. Wir wurden jetzt zum Beispiel darauf hingewiesen, dass es was für ein Riesenunterschied zwischen Studentenverbindungen und Burschenschaften besteht, weil da gab es empörte Nachmeldungen, weil wir da etwas unscharf mehr oder weniger beides gleichgesetzt haben in Bezug auf Laschet, und mir war das überhaupt nicht klar, dass das... dass es da Empfindlichkeiten gibt. Es gibt noch mehr Unterschiede als schlagend oder nicht, sondern okay. Ja, also Burschenschaften sind die explizit Reaktionären, die anderen sind nur manchmal reaktionär. Die Burschenschaften, die nennen sich auch so, weil sie stolz drauf sind, oder? Ja. Und okay. Die Verbindungen haben eben ein bisschen breiteres Spektrum. Also ich war auch da, gibt es starke Empfindlichkeiten und ja. Gut, gibt es denn noch weitere Fragen aus dem Publikum? Aus dem weiten Grund. Aus dem weiten, weiten sonst Web. Würde ich noch mal was nachfragen oder nachlegen. Diese Corona-Zeit war ja jetzt noch mal speziell für die Satire, nicht nur, weil das Publikum gefehlt hat, sondern weil auch sich so eine merkwürdige Kritikfront mit diesen Querdenkern gebildet hat, die ja so ein bisschen dann das Narrativ verbreitet haben. Ja, also es gibt ja, also noch mal verstärkt haben, weil sie die Rechten eh stark machen, es gibt ja quasi gar keine vernünftige Kritik an Corona. Das ist auch, also auch jetzt ist auch die Satire umgefallen. Also auch da stellt man dann fest, okay, auch im Satirepublikum hat es durchaus Resonanz gefunden. Also bei unseren Kreisen jedenfalls gab es immer wieder, dass gesagt wurde, also die Anstalt ist jetzt auch Staatskabarett. Ist das dann das, was uns als nächstes blüht? Müssen wir quasi Politik vor ihren Kritikern in Schutz nehmen und werden jetzt quasi staatstragende Satire notwendig sein, weil die Kritik so unterirdisch ist? Ja, also ich glaube, Corona... Herr Bülow zuckt schon. Corona ist natürlich jetzt tatsächlich auch ein sehr spezielles Beispiel, weil sich dann innerhalb von wenigen Wochen so eine Art Fundamentalopposition auch gebildet hat. Und da war es dann auch egal, ob man mindestens jede zweite Sendung selber Corona-Maßnahmen kritisiert hat, die man jetzt für in dem Fall explizit über unverhältnismäßig gehalten hat. Also wir haben das tatsächlich fast von Beginn der Pandemie an gemacht, dass wir auch darüber
darüber berichtet haben, wie absurd das ist, wenn man in Bayern durfte man eine Zeit lang ja nicht auf der Parkbank sitzen und ein Buch lesen, dann wurde man von der Polizei weggeschickt, Maske oder nicht. Und auf solche Sachen haben wir hingewiesen, das ist aber egal, weil es hat sich, wie gesagt, so eine Fundamentalopposition rund um das Thema Corona gebildet, für die war man Staatskabarett, wenn man nicht die Pandemie an sich in Frage gestellt hat. Also es, sobald man nur gesagt hat, doch, das Virus ist da und wir müssen tatsächlich jetzt leider vorübergehend wohl auf bestimmte Grundrechte verzichten, wohlgemerkt nur solange es absolut sein muss, aber dann in dem Moment bist du dann schon Staatskabarett. Und da muss man natürlich auch aufpassen. Also ich setze mich wirklich mit allem auseinander, was für mich halbwegs sachlich klingt. Und dann muss man auch ab und zu mal neben sich treten und sich fragen, hätte das und das vielleicht kritischer sein können, aber wenn ich wittere, es geht um das, also darum, dass man eben das Problem leugnet, dann ist mir auch meine Zeit zu schade, mich damit auseinanderzusetzen. Also, aber das hat mich auch überrascht in der Heftigkeit und auch das kam aus einer völlig anderen Richtung, als ich gedacht habe. Wir haben am Anfang alle immer nur über die Reichskriegsflaggen auf den Querdenker-Demos geredet, dass das eigentlich ein ganz anderes Milieu ist in der Breite. Also natürlich haben die Rechten sich darunter gemogelt, weil sie sehr früh gemerkt haben, dass es eine weitere Chance bürgerlich herüberzukommen oder als Teil einer Bewegung. Aber das Milieu ist eigentlich ein ganz anderes. Das ist da gibt es ja auch mittlerweile Studien dazu. Das kommt eher aus der, sage ich mal, früher hätten wir gesagt, Öko-Ecke. Das sind halt sehr viele Steinerleute, Walldörfler und so weiter. Also es ist auch ein Milieu, was eigentlich vorher nie ganz hart die Systemfrage gestellt hat, das aber in der Corona-Pandemie ganz schnell an den Punkt gekommen ist, dass die den Staat an sich, also was hat der Ballweg gesagt? Wir sind die verfassungsgebende Versammlung. Also da merkt man, oh, ihr seid aber schon einen weiten Weg gegangen seit den ersten Demos. Und das hat mich in der Radikalität überrascht und auch, dass es so schnell ging. Also das hat ein paar Wochen gedauert und wir hatten eine neue Fundamentalopposition im Land, mit der wir uns auch als Satire dann auseinandersetzen mussten und für die wir sehr schnell der Feind waren, ganz klar. Ja, das Problem hat Satire ja auch häufiger, auch bei anderen größeren Krisen wie der Migrationskrise oder auch der Ukraine-Krise. Also welche Deutung vertritt man jetzt? Das wird im Zweifel eher eine Minderheitendeutung sein und nicht nochmal das Gleiche nacherzählt, was wir in den Nachrichtenmedien eh schon als dominanten Interpretationsrahmen haben. Und damit ist man aber auch ganz schnell in Parallelität zumindest zu auch problematischen Gruppen. Ne, bei der Ukraine-Krise hatten wir das, dass auch die Anstalt beispielsweise immer mal wieder in Frage gestellt hat. Ist es denn wirklich so, dass wir hier diese reine Schuldzuweisung an Russland als legitim haben? Oder haben wir nicht vielleicht auch als Westen Fehler gemacht? Ist vielleicht die Annexion der Krim nicht vielleicht in Teilen auch eben eine Reaktion auf eine zu große Einengung? Ne, es waren ja Deutungen, die auch mit drin waren, aber die ja blöderweise in Parallelität stehen zu genau den Deutungen, die auf Russia Today versendet werden. Also das ist dann wieder eine schwierige Abgrenzung. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, auf die Weise ist es dann der Satire verboten, diese Position zu vertreten. Nee, aber man merkt dann halt, dass bei einem Teil der Klientel auch die Differenzierung dann gar nicht mehr möglich ist. Also in der Migrationskrise als Beispiel haben wir, glaube ich, auch schon im September angefangen zu sagen, nur mit wir schaffen das, ist es wohl nicht getan. Und man kann nicht die ganze Integrationsleistung einfach an die Kommunen abwälzen und ansonsten zugucken. Aber das ist egal, weil wir waren dann, und das wart ihr ja sicherlich genauso, auch mit unter dem Siegel Merkel-Comedy waren wir dann mit abgespeichert. Das ist schon ganz klar, weil solche Sachen bedeuten natürlich in einer nur hingespaltenen Gesellschaft noch viel mehr Polarisierung. Und da darf man sich aber, finde ich, eben, also klar, man liest auch dann immer noch viel zu viel, aber man darf sich da auch nicht täuschen lassen. Das ist jetzt ja auch nicht repräsentativ, dieses Bild, was einem da reflektiert wird. Ja, bei der Migrationskrise war die Satire auf einmal letzte Verteidigerin von Angela Merkel eine Zeit lang. Auch ein Kuriosum eigentlich. Hat sich keiner gewünscht, nein. Ich glaube, bei der Pandemie war jetzt nochmal stark, genau diese Differenzierung wird nicht mehr gemacht, aber genau, wir haben das, glaube ich, in anderen Dingen auch. Ne? Also das ist sehr schnell, dass du entweder Freund oder Feind bist. Aber genau, aber eben auch nicht für alle, das ist das Gute, das sind für viele, die laut sind, aber nicht unbedingt ist das so. Aber das erleben wir auch in anderen Dingen. Oder auch genau die Russland-Frage ist genau so eine Geschichte. Oder Nawalny finde ich so ein schönes Beispiel, ne? Weil Nawalny wird ziemlich stark dann polarisiert. Auf der anderen Seite andere Whistleblower spielen irgendwie keine Rolle mehr. Da gibt es auch dann wenig Öffentlichkeit. Aber es wird dann keine Differenzierung gemacht, ne? Also ich würde natürlich
einiges zu Nawalny machen, aber man muss auch mal eine Frage stellen, was der Nawalny sonst so gemacht hat. Und bei anderen Whistleblowern, dann ist es dann auf einmal dann ganz stark, dann gibt es dann, da gibt es dann die Konturen, aber bei Nawalny gab es nur weiß. Und ich finde, bei der Pandemie war das ganz heftig. Also ich habe zum Beispiel ziemlich stark mich dagegen ausgesprochen, dass dem Bundestag die Rechte entzogen wird, also dass das sozusagen alles nur noch auf dieser Regierungsebene entschieden wird, weil wir keine Beschlüsse hatten, wo man nicht den Bundestag hätte kurzfristig einbeziehen können. Hatten wir auch definitiv danach nicht. Einen Beschluss hätte es gegeben, und zwar als die Mutationen in England kamen, da hätte man schnell diesen Flugverkehr unterbinden müssen. Das hat man aber nicht gemacht. Das heißt, also man hätte dem Bundestag nicht die Rechte entziehen müssen. Aber trotzdem war ich komplett alleine, weil ich andere Maßnahmen richtig fand und wichtig fand, bist du sofort auf der Feindseite. Also die Unterscheidung werden nicht mehr gemacht. Aber das erlebt man, glaube ich, in allen möglichen Bereichen. Das ist glaube ich, auch eine Frage, die uns nicht nur die Satire beschäftigen wird. Okay, ich kriege Zeichen. Wir sind einigermaßen in der Zeit und die Zeit ist rum. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Runde und ja, fürs Kommen und dass wir in der heute schon Sommerpause mal kurz Zeit gefunden haben, ein bisschen über Satire zu reden, statt dauernd welche machen zu müssen. Das ist nämlich ganz schön viel Arbeit. Okay, so ist angenehmer, Dank. Das ist richtig.